Kontext bedanke ich mich schon mal bei David Dresen. Er ist Teil von der Kampagne Alle Dörfer bleiben. Sie setzen sich halt dafür ein, dass Dörfer und Natur geschützt werden, weil Kohleunternehmen wie RWE, auf die Menschen nicht achten und Menschen zwangsumsiedeln wollen und noch viel Schlimmeres machen wollen. Und dazu erfahren wir jetzt mehr und ich freue mich schon auf den Vortrag. Ja, vielen Dank dir. Erstmal cool, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich sehr. Ich sage ein paar kurze Worte zu mir und dann so grob, was ich mir vorgestellt habe, was ich euch erzählen wollen würde, und würde euch aber bitten, dass ihr jederzeit, wenn ihr es langweilig findet oder lieber was anderes reden wollt, euch bitte meldet. Dann muss ich euch nicht langweilen und habt das Gefühl, ihr nehmt was von dem mit, was ich sage. Das wäre mir sehr lieb. Genau, ich bin von der Initiative Alle Dörfer bleiben. Da erzähle ich gleich mehr zu. Ich würde euch ein kurzes Video zeigen, was nicht von Alle Dörfer bleiben ist, sondern von einer anderen Initiative, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Die heißt Menschenrecht vor Bergrecht. Das ist eine Gruppe von Menschen, die am Tagebau wohnen, Garzweiler 2 in NRW, zeige ich euch gleich, wo das ist. Und deren aktuelles Problem ist, dass sie enteignet werden sollen von RWE, weil sie ihre Häuser nicht verkaufen wollen. Und RWE will die Häuser haben, weil darunter Braunkohle liegt. Und die Leute sagen, ich möchte aber hier nicht weg. Und da hat sich quasi über verschiedene Dörfer, die das betrifft, eine Gruppe gebildet, die sozusagen bereit ist, RWE zu verklagen, bis vor das deutsche Verfassungsgericht. Und wenn wir da nicht gewinnen, dann vor den Europäischen Gerichtshof. Und diese Leute haben ein großes Bündnis aufgestellt mit verschiedensten Gruppierungen, die sich auch dahinter befinden und die das sozusagen lokal unterstützen. Also Alle Dörfer bleiben zum Beispiel, hat logischerweise auch damit zu tun, weil das ein ähnliches Thema ist, aber die Gruppe Menschenrecht vor Bergrecht arbeitet erstmal alleine, aber ich habe sozusagen die Erlaubnis, deren Video zu zeigen, weil das zeigt ganz, wie ich finde, eindrücklich, worum es eigentlich geht. Dann weiß man direkt, wo man dran ist, dann muss ich nicht Ewigkeiten euch da was erzählen. Genau, ich mache das jetzt einfach mal an und hoffe, dass das funktioniert. Tut es nicht. Also eben gab es Ton. Jetzt gibt es auch Ton. Was Jahrhunderte gelebt hat, was in Jahrhunderten gewachsen ist, soll in kürzester Zeit vernichtet werden für ein bisschen Kohle, die unheimlich schnell verbrannt ist. Mein Name ist Britta Cox, ich bin 47 Jahre alt, ich lebe hier mit meinem Mann, mit 3 der 4 Kinder und 2 Hunden in einem wunderschönen alten Haus. Ich sage mal aus Jutzendollerei, wenn Freunde kommen, wenn ihr ins Dorf reinfahrt, bremst ab, sonst seid ihr wieder draußen. Es ist ein ganz kleines Straßendorf, sehr ländlich geprägt, wo man sich noch wohlfühlen kann, wo jeder jeden kennt. Meine Urgroßmutter lebte hier mit 14 Kindern. Das Haus war damals noch wesentlich kleiner und wurde dann beim Angriff auf Ergelenz und hier die Ortschaften durch Bombenschlag zerstört. Und hat sich durchgeschlagen mit diesen 14 Kindern und hat dieses Haus gehalten. Genauso wie es dann meine Oma getan hat und wie es meine Eltern getan haben. Sie war eine sehr kämpferische Frau. Sie hat immer gesagt, ich werde hier nicht weggehen und ich werde hier nicht mein Haus aufgeben, auch wenn es ausgebombt ist. Wir werden hier von Baggern bedroht. Für eine völlig veralterte Energieform sollen wir unser Haus verlassen, sollen wir unsere Heimat verlassen, sollen wir dieses Dorf aufgeben. Meine ganze Erinnerungszeit aus der Jugend, alles wird vernichtet und verschwinden am Ende in diesem riesengroßen Loch. Ich möchte nicht, dass meine Kinder nur noch in dieses Loch gucken können und ich ihnen erzählen muss, da irgendwo kamen deine Vorfahren her. Ich möchte ihnen zeigen können, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich meinen Mann zum ersten Mal geküsst habe. Das soll uns hier genommen werden und dagegen kämpfe ich an. Denn das möchte ich beim besten Willen nicht erleben. So wie meine Urgroßmutter nach dem Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, um dieses Haus zu erhalten, so wie meine Oma ihr Leben lang gekämpft hat, um dieses Haus zu erhalten, so werde ich kämpfen, um dieses Haus zu erhalten. Mich muss man hier raustragen, bevor der Bagger kommt. Ich werde nicht freiwillig gehen. Das steht definitiv fest. Genau, das vielleicht so als Eindruck, wo findet es statt, wie sieht das da so aus und worum geht es generell.
Ich würde jetzt einfach direkt mal zu dem Vortrag wechseln und muss dafür noch rausfinden, wie ich das vernünftig anzeige. Wow. Genau, vielleicht ganz kurz, also das ist die Gruppe von Menschen, die RWE noch nicht verklagt, aber bald verklagen wird, und zwar ab dem Punkt, wo RWE sozusagen die Enteignung eingeleitet hat. Das steht jetzt kurz bevor. Und dann wird diese Gruppe dagegen gerichtlich vorgehen, dass sie nicht enteignet werden dürfen, weil die Begründung ist, in Zeiten von Klimakrise und Kohleausstieg kann es nicht dem Allgemeinwohl dienen, dass Menschen enteignet werden für Braunkohle. Genau, das ist allerdings hier heute nicht Thema, oder ich kann euch gerne was darüber erzählen, aber das ist nicht die Arbeit von Alle Dörfer bleiben, weil wir keine juristische Arbeit betreiben, dafür gibt es diese Gruppe. Genau, wir sind allerdings in der gleichen Schiene logischerweise aktiv. Wir sind ein bundesweites Bündnis. Es gibt Braunkohletagebaue, der bekannteste ist wahrscheinlich der Hambacher Tagebau, den ihr alle kennt mit dem Hambi. Ich selber lebe am Garzweiler Tagebau, der ist so 30 Kilometer weiter Norden, Osten, Süden, Westen, nordwestlich. Und es gibt aber leider auch noch sehr viele Braunkohletagebaue in der Lausitz und im Leipziger Land, das ist im Osten Deutschlands. In der Lausitz, das habt ihr vielleicht mitbekommen, findet am 30. glaube ich auch die große Ende-Gelände-Aktion statt. Genau, und wir sind sozusagen ein Bündnis, was deutschlandweit sich mit der Problematik Zerstörung von Dörfern, Wäldern, Kulturdenkmälern für Braunkohle auseinandersetzt. Und ich vertrete den Rheinland-Teil und werde euch hauptsächlich was dazu erzählen heute. Genau, so ungefähr sieht es ziemlich exakt vor meiner Tür gerade aus. Worum es geht, ist dieser tolle braune Stoff hier unten, also Braunkohle. Das tritt immer in Flözen auf, das heißt dickere Schichten von Braunkohleansammlungen, für die RWE erstmal sehr, sehr tief graben muss, um die abbauen zu können. Das ist bei uns am Tagebau, ist die tiefste Stelle knapp 400 Meter. Das bedeutet unter anderem, dass RWE eine große Umgebung um den Tagebau herum stilllegen muss, trockenlegen muss, weil das Grundwasser sonst in den Tagebau läuft. Genau, das muss man sehr, sehr weitflächig machen. Das heißt, um uns herum wird überall Grundwasser abgepumpt, was extrem viele andere Problematiken mit sich bringt für Landwirte, für Absenkungen im Boden. Wenn Grundwasser fehlt, dann sinken Häuser ein, weil kein Widerstand mehr da ist und so weiter. Genau, auch das ist heute nur am Rande Thema. Ich möchte vor allem darüber reden, was macht dieser Braunkohletagebau mit den Menschen, die da mal gelebt haben. Weil alles, was ihr lebt, seht, das waren mal Dörfer. Und es gibt noch aktuell 7 Dörfer, die RWE vernichten will, weil darunter Braunkohle liegt. Und aus einem dieser Dörfer komme ich und ich würde euch so ein bisschen berichten, genau, was ist da gerade Stand der Dinge, was tut die Politik oder auch nicht, eher nichts. Auch wie ist vielleicht RWE verbandelt mit CDU und dem, was wir in Deutschland die Wirtschaft nennen und wem dient das eigentlich alles und genau, und wo sind eigentlich die Interessen der Menschen da berücksichtigt. Genau, das ist von einer anderen Seite fotografiert. Ihr seht im Hintergrund die Kraftwerke, das müsste entweder Neurath oder Niederaußem sein. Das sind, Neurath und Niederaußem sind die zweit- und drittdreckigsten Kraftwerke Europas. Auf Platz 1 ist irgendeins aus Polen. Und genau, da komme ich gleich nochmal zu genaueren Zahlen. Aber wir haben 3 große Kraftwerke im Rheinland. Die werden vom Hambacher Tagebau, vom Garzweiler Tagebau sozusagen versorgt mit Kohle. Und das ist Neurath, Niederaußem und es gibt noch das dritte Weißweiler, das wird von Inden versorgt, das ist nochmal ein anderer kleiner Tagebau. Genau, und das hat auch nochmal vielfältige andere Probleme mit den Abgasen, die da rauskommen und für die Menschen, die in der Nähe von so Kraftwerken wohnen und so weiter. Auch das kann ich heute höchstens am Rande anreißen. Genau, vielleicht, wir sind ein Bündnis, was sehr, sehr viel auch versucht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Es gibt eigentlich seit es Braunkohle gibt, Braunkohlewiderstand. Es ist nicht wahr, auch wenn RWE das immer gerne sagt, dass die Umsiedlungen immer schon toll waren und alles war total friedlich und wunderbar. Das war nie so. Das Problem war nur, dass die Menschen, die sich damals gewehrt haben, ohne Social Media es nicht in die Öffentlichkeit geschafft haben, weil es oft nicht über lokale Presse hinausgeht und es viel Verbandelung auch zwischen CDU und Konzernen und Presse gibt und die dann weniger Interesse darüber haben zu schreiben und so weiter. Ihr könnt es euch vielleicht vorstellen. Oder wenn, dann redet man nur darüber, was machen diese Organisationen, ähnlich wie bei Fridays for Future. Man geht nicht in die Schule, aber es geht nicht darum, was fordern die eigentlich. Genau, das war bei uns ähnlich und wir haben vor knapp einem Jahr angefangen zu sagen, es wird Zeit, dass wir mehr in die Öffentlichkeit damit kommen. Der Hambi hat gezeigt, dass man was erreichen kann. Ziviler
Ungehorsam oder vielleicht überhaupt die Tatsache, von sich zu organisieren, lohnt sich, kann Erfolg haben, weil wir merken, dass irgendwie es auf dieser Welt Probleme gibt und Braunkohle ist eins davon, was die Klimakrise leider nun mal sehr stark anheizt. Und wir sind nicht Ursache, aber wir sind zumindest die Folge der Ursache der Klimakrise, nämlich Braunkohle. Und genau, da hatten wir unter anderem einen großen Dorfspaziergang, auf dem wir diese Ausstellung gemacht haben. Und das ist ein Ausschnitt aller Dörfer, die nur bei uns am Tagebau für Braunkohle schon vernichtet wurden. Genau, und vielleicht als Zahl, das sind deutschlandweit gibt es 120.000 Menschen, die für Braunkohle ihre Zuhause verlassen mussten, legal. Es gibt auch Menschen, die enteignet wurden. Das heißt, wenn jemand nicht gehen möchte, ist es aktuell Stand der Dinge, dass es das Bundesbergbaugesetz gibt, was dem Bergbautreibenden, in diesem Fall bei uns RWE, erlaubt, einen Antrag zu stellen bei der jeweiligen Bezirksregierung, dass Menschen, die nicht freiwillig gehen, enteignet werden. Sprich, der Staat greift dann ein und sagt, die allgemeinen Wohlinteressen nach Energieversorgung sind höher als dein Recht auf Eigentum, deswegen enteignen wir dich. Genau, das ist der aktuelle Stand jetzt. Diese Gruppe Menschenrecht vor Bergrecht ist der Meinung, das kann nicht mehr gelten, das ist nicht mehr verfassungsgemäß. Und die werden das klären, ob das so ist oder nicht, oder klären lassen. Genau, wir machen eher die Schiene von, wie kriegen wir das Thema in die breite Öffentlichkeit? Weil wenn man jetzt nicht 3 Kilometer im Umland davon wohnt, dann ist es in der Regel so, dass Leute in Deutschland gar nicht wissen, dass das noch passiert. Also sowohl, dass Braunkohle in diesen gigantischen Mengen abgebaut wird, als auch, dass da unglaublich viel Natur und Menschen und Tiere und was es sonst noch so geben mag, drunter leidet. Genau, und wir haben es bisher über diese Aktionen geschafft, lokal und regional bekannt zu werden. Also sprich in dem Raum, in dem wir leben. Erkelenz ist die Gegend, da kennt man uns auf jeden Fall. NRW-weit, die Menschen, die sich für das Thema interessieren, sind in der Regel, wissen die zumindest, dass es uns gibt. Bundesweit ist das schwierig. Also wir sind jetzt nicht Tagesordnungspunkt Nummer 1. Es gibt aber ja auch sehr viele andere Probleme, also ist das nachvollziehbar. Genau, wir sagen eigentlich auch nur, wir wollen auch gehört werden. Genau, und ich würde euch kurz sagen, was ich vorhätte. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwo eingreifen wollt, Rückfragen habt oder sagt, das geht in die falsche Richtung, das langweilt mich, dann bitte, bitte sagen. Genau, ich gebe nochmal einen kurzen Überblick, wer sind wir eigentlich, was hat RWE gerade mit uns vor, was sind unsere Forderungen, was hat das ganze Ding eigentlich mit Klimaschutz zu tun? Okay, bei Braunkohle ist irgendwie klar, aber wieso ist Dörfer retten gut für Klimaschutz oder vielleicht auch nicht, können wir darüber diskutieren. Und wenn ihr mögt, gebe ich einen kleinen Ausblick, was sozusagen politisch als nächstes ansteht. Genau, und vielleicht mal ein Bild, was ich finde, was es recht gut deutlich macht, ist, wir waren in Proschim, das ist im Osten Deutschlands, in der Lausitz. Und genau, ich bin wahrscheinlich einer der jüngsten Menschen, die bei uns im Bündnis aktiv sind. Es ist ein super breit gemischtes Bündnis aus betroffenen Menschen. Das sind überwiegend Menschen jetzt aus der Lausitz selber. Menschen, die in Dörfern wohnen, zum Beispiel Myrose, die noch zerstört werden sollen, Stand jetzt. Für Braunkohle, da ist es ein anderer Konzern, der heißt dann LEAG. Es sind aber auch Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung dabei. Also Menschen, die nicht vor Ort bedroht sind, aber sich natürlich auch bedroht sind in ihren Lebensgrundlagen, weil Klimaschutz oder Braunkohleverstromung trifft leider nun mal jeden. Und es gibt einfach auch solidarische Bürgerinnen und Bürger, die sozusagen sagen, ich finde, das ist ein Unding, unabhängig von meiner persönlichen Betroffenheit ist das ungerecht und deswegen unterstützen wir euch. Genau, das ist ein kleiner Auszug einer Gruppe von Menschen, die sich in Proschim getroffen hat. Und ich finde das ziemlich cool, weil ich glaube, die jüngste Person, die bei uns mitmacht, ist 9. Und die älteste weiß ich gar nicht, aber ich würde sagen 88 oder 89. Und genau, wir sind auch nicht gestartet mit der Prämisse, wir wollen die links-antikapitalistische Ökorevolution, sondern wir sind erstmal bei der Frage gestartet, wie wollen wir eigentlich leben und was verbindet uns? Und sind relativ schnell auf den Punkt gekommen, dass Braunkohleverstromung in erster Linie krass antidemokratisch ist, dass wir in keinster Weise beteiligt werden, dass wir keinen Einfluss auf das haben, was mit uns passiert und dass wir darüber hinaus auch nicht so leben wollen. Also niemand sieht jetzt irgendwie einen Sinn darin, warum wir für Braunkohle woanders hinziehen wollten. Also unabhängig davon, dass wir unser Zuhause vielleicht behalten wollen, oder nicht nur vielleicht, stellt sich ja auch die Frage, naja, wem ist denn damit gedient, wenn wir diese x 100.000 Tonnen jetzt noch verbrennen? Also ist danach die Welt besser? Also wie es jetzt läuft, eher nicht. Das stellt sich ja die Frage, wofür sollen wir dann wegsiedeln? Genau, und das hat uns irgendwie zusammengebracht und da versuchen wir gerade einen Weg gemeinsam zu finden, wie wir
verschiedene Ideen, also vielleicht eine Form von solidarischer Gemeinschaft, zusammendenken können mit Energieautarkie, aber auch mit der Form von Basisdemokratie, sodass Menschen über ihr eigenes Schicksal selbst entscheiden können. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass es eigentlich immer die Tendenz in, ich sag mal, linke Denkrichtungen geht. Also es ist allen Menschen irgendwie schnell klar geworden, okay, das ist ein globales Problem, es betrifft nicht nur uns. Es bringt nichts zu sagen, wir denken das national. Es ist auch nicht wir von hier gegen die von da. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass es nicht in so eine, ne, es gibt ja oft bei so Kristallisationspunkten, entwickelt sich nach rechts oder links. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass auch Menschen, die sozusagen aus konservativeren, traditionelleren Gegenden kommen, auch von sich aus selber gesagt haben, naja, das ist per se eher ein linker als ein rechter Kampf. Und die Antwort kann nicht sein, dass wir uns jetzt abschotten und sagen, unser Ding, und sondern wir müssen das irgendwie gemeinsam denken. Und genau, finde ich sehr, sehr spannend und ist eine andere Art, mal über Transformation nachzudenken. Als, ich habe nichts gegen Uniblasen, aber das trifft ja oft genau, einen bestimmten Kreis von Menschen, die schon vorher der Meinung sind, so und so sollte es laufen. Und genau, das ist da völlig anders gewesen, was sehr, sehr spannend ist, weil das ist eine ganz andere Herausforderung, da auch einen Konsens zu finden, was wir eigentlich gemeinsam wollen in dieser Welt. Und sehr wahrscheinlich müssen wir uns ja, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen wollen, auch mit anderen Menschen auseinandersetzen, mit anderen Ideologien. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Wege zu gehen. Genau, das ist ein Bild von unserer letzten Demonstration. Wir waren auch Fridays for Future mit dabei. Das war nach dem ersten großen Global Climate Strike am, weiß ich nicht mehr. Bitte? Das war unsere erste Aktion, die war im März, aber der Global Climate Strike war im Juni? Juni, ja, das war der Zentralstreik in Aachen, ja. Ja, wie auch immer, genau. Danach ist Fridays for Future am nächsten Tag zu uns gekommen und wir waren mit knapp 8000 Menschen bei uns am Dorf, sind die Tagebaukante lang gegangen und danach an einem Platz geendet, direkt vor Kainberg. Kainberg ist das nächstbedrohte Dorf, sozusagen. Dann haben wir Kainberg und direkt daneben der Tagebau, das sind bis zu dem ersten Wall sind es gerade 150 Meter. Windräder steht ja so zur Debatte, ob wir 1000 Meter Abstand haben sollten. Könnte man dann auch mal drüber reden, aber genau, ist ein anderes Thema. Wir haben aber nicht nur gesagt, dass wir Demonstrationen machen wollen, die sozusagen breite Öffentlichkeit haben, über das, dass viele Menschen kommen, sondern wir haben auch gesagt, naja, es passieren so viele Ungerechtigkeiten und die Politik tut nichts. Es sind uns eigentlich die Hände gebunden, wenn wir immer nur warten auf Antworten und lieb auf die Straße gehen. Deswegen haben wir dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Aktion zivilen Ungehorsams gemacht mit Menschen aus den Dörfern und haben eine Straße besetzt, die RWE bauen will. Und zwar soll diese Straße einmal um den zukünftigen Tagebau der ganz alten Planung, bevor wir überhaupt den Kohleausstieg hatten, daran halten die gerade immer noch fest. Also es gibt eine alte Planung, wie der Kohleausstieg bei uns aussehen soll. Dann gibt es quasi die Grubenrandstraße und die haben sie jetzt schon mal angefangen zu bauen, weil also ob wir jetzt dann 7 Jahre früher aussteigen oder 10, ich meine, das ändert ja nichts, können wir die Straße ja jetzt schon mal bauen. Und wir haben gesagt, nee, also es wäre zumindest sinnvoll, mal unabhängig davon, was da rauskommt, abzuwarten, bis wir eine Entscheidung haben und dann eine Straße zu bauen, die den Rand festlegt. Genau, das hat natürlich nichts gebracht mit dem Reden, weder mit Laschet, also Ministerpräsident NRW hat nichts gebracht, die Stadt Erkelenz hat sich nicht einschalten wollen, weil die auch eher RWE-nah agiert. Genau, die Bundesregierung sowieso nicht, Peter Altmaier hatte auf den ganzen Kram auch keinen Bock, also das Übliche. Und dann haben wir gesagt, naja gut, was sollen wir machen, wenn die Politik nicht auf uns hört und wir jetzt einfach nur abwarten können, dann müssen wir halt selber aktiv werden und haben für einen Tag diese Straße blockiert und der Wall hinter uns war vorher nicht da. Also wir haben den Tag damit verbracht, die Straße wieder zuzumachen und dahinter einen Wall aufzuschütten. Und genau, das war super schön und es war für ganz viele Menschen das erste Mal, dass sie zivilen Ungehorsam begangen haben, ohne sich da vorher jahrelang Gedanken darüber gemacht zu haben und es war wahnsinnig empowernd und motivierend für die Leute. Und viele haben gesagt, okay, also wenn es das ist, also wenn es die Welt sich nicht anders retten lässt, dann müssen wir wohl friedlich die Gesetze brechen. Wie weit das geht, kann man darüber reden. Uns ist an dem Tag nichts passiert, außer dass wir da gesessen haben. Und genau, es war für uns einfach ein erstes schönes Zeichen, dass man was ändern kann, wenn man auf die Straße geht. Aber soll ich dazu kurz Genau, also es gab, also die Frage war nach Polizeikontakt und wie, genau, also es gab Polizei, es waren auch mehrere Wannen vor Ort, also Großbusse. Genau, wir hatten aber auch sehr viel Presse da und ich glaube, die Polizei und auch NRWE hat gelernt, also NRW und RWE als Kombi, hat gelernt, dass es
medial, glaube ich, nicht so cool ist, Anwohnis abzuführen und in die Gefangenen-Sammelstelle zu stecken. Das hat im Hambi schon nicht gut geklappt, auch wenn man das da sehr viel mit Gewalt und Linksterrorismus versucht hat, kaputt zu machen, also von außen, das da drüber zu stülpen. Das wäre bei uns sehr wahrscheinlich gescheitert, nehme ich jetzt mal an. Also, dass man den Menschen das jetzt, genau, dass das jemand überhaupt abgekauft hätte. Und genau, es ist mehrfach angekündigt worden, wir sollen gehen, haben wir dann nicht gemacht. Und dann wurde sich entschieden, aus Gründen, die wir nicht kennen, dass die Polizei wieder abgezogen ist. Ein sehr, sehr cooler Erfolg für uns. Genau, mal gucken, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Wir sind da sehr stark im Gespräch intern, was sind für uns Optionen, was auch nicht. Wie weit wollen wir überhaupt gehen, womit fühlen wir uns auch gut. Genau, das werdet ihr aber bestimmt erfahren. Eine Übersicht darüber, wo wir sind. Da ist Köln, also wir sind auf der Karte ganz rechts. Ich wohne da oben neben dem blauen Pfeil. Und das oben eingekreist ist der Garzweiler Tagebau. Das noch Schraffierte ist, was weg soll, noch weg soll. Alles rechts neben ist das, was weg ist. Hier ist Hambach-Tagebau, hier ungefähr der Hambi. Und da ist der andere Tagebau, den es noch gibt, Inden. Über den redet nie irgendjemand oder wenig. Das liegt unter anderem daran, dass da keine Dörfer mehr zerstört werden, aktuell. Also dass schon die Dörfer zerstört wurden, die da mal waren. Und dass es da auch keine Baumbesetzung gibt. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich wichtig, auch diesen Tagebau zu stoppen. Mir ist nur nicht bekannt, dass da gerade eine große Gruppe zu arbeitet, das zu tun. Aber wer Langeweile hat, Inden ist noch zu haben. Genau, vielleicht ein bisschen detaillierter. Mein Dorf ist, also das heißt mein Dorf, das Dorf, in dem ich lebe, ist Dorf Nummer 2. Und das ist der Stand des Tagebaus 2018. Aktuell sind wir sicherlich ein bisschen weiter hier rüber gerückt. Und genau, das ist eine Karte, die ich gerne verwende, um zu sagen, es geht eigentlich nicht nur, in Anführungszeichen, um die 5 Dörfer, sondern es gibt auch noch unter 10, das sind eine Ansammlung von Höfen, große alte Höfe, Landbetriebe, die auch weg sollen. Und genau, also mit betroffen, und das ist uns sehr wichtig zu sagen, sind eigentlich auch alle Menschen, also mit betroffen sind sowieso alle Menschen wegen der Klimakrise, aber jetzt vor Ort auch noch zusätzlich betroffen sind auch die Menschen, die am Rand wohnen. Also gibt es auch große Diskussionen darüber, was ist jetzt schlimmer, umsiedeln zu müssen oder für immer am Rand zu wohnen. Weiß ich keine Antwort drauf, aber ich bin mir sehr sicher, dass beides erstmal nicht so schön ist, weil es einfach sehr, sehr viele Folgen hat, für die man weder entschädigt wird, noch hat man ja einen Vorteil davon, dass dieser Braunkohletagebau vor der Haustür steht, noch ist das sinnvoll. Genau, vielleicht zur Einschätzung davon. Und genau, das sind die Zeiträume, in denen das gerade passiert. Ich habe das als Screenshot von einer Seite, die heißt garzweiler.com. Die ist sehr, sehr schön. Das ist eine von einem Bekannten aufbereitete Seite, der, ich glaube, Foto- und Videograf ist, würde er sich wahrscheinlich nennen. Und der hat das alles filmisch begleitet und aufgearbeitet medial. Und das ist eine krass eindrückliche Seite über das, was schon zerstört wurde und noch zerstört werden soll, um einen Einblick darin zu bekommen, wie sieht es da eigentlich aus. Kann ich sehr empfehlen, falls da Leute Bock drauf haben. Naja, also nicht mehr ist. Ja, genau. Ja, also Immerath ist hier unten. Okay. Und das ist, also wenn ich das jetzt richtig deuten kann, oder sind wir da oben bei Immerath? Naja, jedenfalls ist Immerath hier unten gewesen. Ja. Immerath, da steht nur noch ein einziges Haus. Es gibt noch eine Familie, die lebt in einem Trümmerfeld. Da ist ein Haus und sonst ist alles zerstört. Da haben mal, ich weiß nicht, knapp 1000 Menschen oder mehr gewohnt. Wann wurde es denn zerstört? Anfang letzten Jahres, Ende des Jahres davor, würde ich sagen. Die Kirche im Januar 2008. Ach so, die Kirche im Januar 2008. Also es gab den Immerather Dom, der vernichtet wurde. Das war auch weltweit in der Presse. Ja. Genau, das war ein sehr epochales Gebäude. Das zeige ich gleich noch Bilder von. Genau, und die Immerather Mühle ist eine Mühle, die müsste, wenn das die Landstraße ist, hier gestanden haben. Und die wurde im Vorhinein schon abgerissen, bevor das Dorf komplett abgerissen war. Und das war so das Wahrzeichen der Menschen, die da gelebt haben, weil hier unten ist die Autobahn. Und wenn man da runterkam, dann konnte man immer die Immerather Mühle sehen. Das ist einfach eine große alte Mühle. Und das war für die Leute so, jetzt bin ich zu Hause, ich bin an der Mühle. Und RWE hat gesagt, nee, die ist ganz baufällig, die müssen wir jetzt schon abreißen. Wir können nicht warten, bis wir mit dem Tagebau da sind, deswegen reißen wir die jetzt schon ab. Brauchten dann eine Begründung dafür, haben als Begründung Blauschimmel in dieser Mühle gefunden. Das dann über verschiedene Gremien genehmigen lassen. Die Mühle wurde abgerissen. Die Linke Mönchengladbach hat irgendwann im letzten Jahr eine Anfrage gestellt an die, ich weiß nicht, an wen es ging, jedenfalls die Veröffentlichung davon sagte, ja, es gab Schimmel. Der war aber in keinster Weise so, dass man es hätte abreißen müssen.
jetzt ist sie schon abgerissen, wir können nichts mehr tun. Genau, aber also was dabei rausgekommen ist, die war nicht baufällig, sie hätte stehen bleiben können. Zumindest noch 2 Jahre, auch nach Plänen von RWE. Also genau, das ist so das Standardvorgehen. Also ist alles jetzt meine Interpretation. Da gibt es jetzt keine schriftlichen Sachen von RWE, die dann belegen, ich zerstöre freiwillig alles, was ihr haben wollt, damit es euch scheiße geht. Das werden die mir niemals unterschreiben. Genau, unser Eindruck ist aber, dass die das tun, damit Menschen möglichst da wegsiedeln, weil Widerstand bringt denen schlechte PR, also Presse, bringt denen auch große Probleme, das Projekt durchzuziehen. Und deswegen ist denen was daran gelegen, dass wir da möglichst früh abhauen. Woraus ich schließe, dass eine Taktik von RWE ist, möglichst viel Infrastruktur und das gemütliche Zusammenleben so stark zu zerstören, wie es nur irgendwie geht, weil das reizt die Leute dazu natürlich an, umzusiedeln. Ja, also niemand möchte in einem, also teilweise sieht es leider aus wie ein Kriegsgebiet und dann möchte man da halt auch nicht leben. Verständlicherweise, wenn man nicht hardcore drauf ist und genau, deswegen hat RWE einfach ein Interesse daran, uns das Leben so schlimm wie möglich zu gestalten und das machen sie auch mit allem, was möglich ist. Es ist im Hambi auch nicht anders gelaufen. Genau, also da kann man jetzt auch lange drüber reden, aber genau, ich glaube, ihr verfolgt vielleicht die Berichterstattung, dass es mit der Räumung nicht so ganz vielleicht legal war, zumindest nicht legitim war, dass der Brandschutz eher vorgeschoben war, dass es Absprachen gab zwischen dem Innenministerium, RWE und der Polizei, dass die Polizei, wie jetzt vor kurzem rausgekommen ist, ja sogar RWE die Daten zur Verfügung stellen wollte, wo denn die Baumhäuser sind, was ein Unding ist, dass eine demokratische Organisation, einem Privatkonzern, genau, ich lasse das jetzt mal, aber genau, und das ist nur im Hambi. Also das ist da, wo man schon dieses böse Framing auf die Leute draufpackt und sagt, die sind alle schlimm. Bei uns läuft das nochmal ein bisschen anders, weil sie davon ausgehen, dass wir nicht die Reichweite haben. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Genau, was passiert mit den Menschen, wenn sie da nicht bleiben wollen oder sich gezwungen sehen, umzusiedeln, weil sie es nicht mehr aushalten? Dann gibt es eine Neubausiedlung. Das ist Erkelenz, das ist die nächste Stadt. Da sind wir, da oben lebe ich. Und genau, uns wird dann angeboten, in ein neues Dorf zu ziehen. Es wird von RWE und der Stadt Erkelenz ein neues Dorf reißbrettmäßig gebaut. Also die Menschen können ihre Häuser dort selber bauen, aber das wird geplant von der Stadt und die Grundstücke erwirbt vorher RWE und verkauft sie dann an die Leute, die umsiedeln. Man kriegt mehr Geld, wenn man dahin umsiedelt und so weiter. Genau, eine Folge davon, es gibt viele negative Aspekte dabei, ist, dass sich die Fläche allein an Wohnraum und Privathausbesitz mit Grundstück um 24 Hektar verkleinert hat. Und die Leute gehen ja nicht freiwillig. Also es ist nicht mal so, man könnte jetzt ja vielleicht sagen, lassen wir mal Klimaschutz und irgendwie Heimatnähe oder Zuhausenähe außen vor. Ihr werdet ja bestimmt göttlich entschädigt. Leider ist dem auch nicht so. Also sehr viele Leute müssen sich verkleinern. Alte Menschen müssen oft Kredite aufnehmen, weil ihre alten Häuser nicht so viel wert sind, dass man davon neue Häuser bauen kann. Dann kriegt man aber mit 80 keinen Kredit, muss den bei RWE aufnehmen. Der dauert dann ewig, dann muss die Familie ihn weitervererben. Ne? Ein anderer Punkt ist, alle Landwirte können bisher nicht mitziehen und Landwirtinnen, weil es keine Fläche für Ackerkultur gibt. Gibt's nicht, die haben jetzt erstmal Pech. Das gleiche gilt für Tierbesitzer, also Menschen mit Pferden, Kühen, Schweinen, Ziegen, Schafe, sowas, können auch bisher nicht mit, weil es dafür keine ausgewiesenen Flächen gibt. Jetzt gibt es noch viel, viel mehr Gründe, warum vielleicht ein Neubaugebiet erschließen nicht das gleiche ist, wie in einem alten Dorf zu wohnen. Würde ich euch mal ersparen. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass sich niemand auf diese Umsiedlung gefreut hat und niemand gesagt hat, juhu, endlich kann ich umsiedeln. Es gibt aber sicherlich Menschen, und das sollte man auch nicht verschweigen, die sagen, naja, ich habe jetzt seit 20 Jahren nicht in mein Haus investiert, weil ich wusste, das kommt. Und jetzt muss ich umsiedeln, weil mein Haus ist marode oder ich habe schon so viele Sachen in Bewegung gesetzt am neuen Ort, dass ich jetzt auch nicht mehr bleiben kann, weil das hat mich Geld gekostet und so weiter. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin jetzt knapp 90, ich habe diesen riesen Bauernhof, meine Kinder sind ausgezogen, was mache ich mit dem Bauernhof? Vielleicht ist es günstiger, ins Altenheim zu gehen. Also all diese Entscheidungen müssen Menschen dann treffen. Genau, das heißt, es gibt schon Menschen, die gerne umsiedeln möchten, aber nicht, weil sie gerne umsiedeln möchten per se, sondern weil sie mittlerweile in einer Situation stecken, wo sie das für die beste Möglichkeit halten, was in Konstellationen natürlich nachvollziehbar sein kann. Genau, es gibt aber auch Menschen, die sagen, und da sind wir gerade bei knappen 20%, die nicht an RWE verkaufen wollen, die sagen, nö, mir ist das egal, ich weiß, dass ich irgendwann am Loch wohnen bleiben werde, wenn das hier stehen bleibt, ich weiß, dass der Ort halb zerstört sein wird, ich weiß, dass ich weniger Geld bekomme, weil ich keins bekomme und mir die Sachen, die bisher verfallen sind, auch keiner entschädigt. Ich weiß, dass es ganz schön hart werden wird, aber ich bleibe trotzdem. Und genau, innerhalb des Kapitalismus ist, glaube ich, eine krasse Entscheidung, wenn Menschen freiwillig aus inneren Gründen auf Geld verzichten
und sagen, ich ziehe diesen Kampf durch, weil er wichtig ist für mich, aber auch vielleicht fürs Klima. Und insofern zolle ich zumindest allen Menschen großen Respekt, die das durchziehen gerade, weil das echt nicht ohne ist. Genau, ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen und gebe euch mal so einen Eindruck davon, wie es da so aussieht. Ihr habt das ja im Video schon gesehen. Das ist Kainberg. Das ist das Dorf, was als nächstes dran ist. Das ist die Kainberger Kirche. Und da hinten ist der Tagebau. Und das sind die Kraftwerke, von denen ich eben sprach, die ganz oben zu sehen sind. Genau, und der ist mittlerweile viel, viel näher. Also der Wall wird gerade hier hinter den Bäumen aufgeschüttet. Das ist nicht das aktuellste Bild. Genau, und also ihr könnt, ne, hier ist das erste Haus. Das sind, weiß ich nicht, 150, 200 Meter, die du dann an der Grube lebst. So, also ne, das geht ja viel um Windkraft gerade in Deutschland. Wie schlimm ist das, bei Windkraft zu wohnen? Würde jetzt, keine Ahnung, ich kann mir das nicht anmaßen, was es bedeutet, bei Windkraft zu wohnen, aber ich kann sagen, was bedeutet, vor Braunkohle zu wohnen, und ich würde behaupten, dass mit Braunkohle ist ein bisschen schlimmer. Genau, aber da kann man sicherlich auch lange drüber reden. Genau, es ist ein generell, ich zeige jetzt einfach so ein paar Bilder aus den Orten, das gibt es nicht mehr, das war in Immerath. Es ist sehr, sehr viel, ich würde es nicht Altbau nennen, aber Gebäude, die wesentlich älter sind als 50 Jahre. Es ist eigentlich immer so, dass die Front vorne, dass die Häuser zusammenstehen und sie hinten ganz lange Flurstrücke haben, auf denen sie dann Tierhaltung haben oder genau Gärtnern oder genau, was die Menschen so machen wollen. Das ist im neuen Ort völlig anders. Das ist in Kainberg, das gibt es gerade noch. Das ist in Kuckum. Da bin ich früher immer in den Bus eingestiegen, wenn ich zur Grundschule fahren musste. Und das Weiße Haus ist das, in dem ich lebe, beziehungsweise meine Großeltern. Und genau, die Dörfer ähneln sich sehr stark in ihrer, wie sagt man das, Struktur. Also es ist immer ein, zwei große Straßen und dann sind es immer sehr lange Gebäude und Höfe, die dann hinten rumgehen. Auch das gibt es im neuen Ort alles nicht mehr. Da hat man, zeige ich euch gleich Bilder, immer Haus, 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 Haus. Also es sieht aus wie eine Neubausiedlung, ohne viel Fläche, ohne Freiflächen, ohne Grün. Also es ist halt eine Neubausiedlung. Das kann man schön finden oder nicht, hat aber mit einem Dorf erstmal nichts mehr zu tun. Das gibt es auch nicht mehr. Das ist ein altes Wasserschloss gewesen in Borschemich. Der Ort ist mittlerweile komplett weg. Das Gebäude auch. Das ist ein Haus in Kainberg. Und das auch. Es ist relativ grün, also im Sinne von, es gibt sehr, sehr viel alten Pflanzbestand in den Dörfern und immer rundherum kleinere Waldstücke oder viel Ackerland, Wiesen, Felder und so weiter. Genau. Und genau, ein Bild, was ich einfach ganz nett finde, ist, sehr viele Menschen haben noch zu tun mit Landwirtschaft oder sind von der Landwirtschaft zumindest indirekt oder direkt abhängig. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns selbst versorgen, ich glaube, das ist eins too much, aber es ist zumindest so, dass wir einen Teil unserer Grundnahrungsmittel in der Region selber herstellen. Und auch das geht alles verloren, wenn wir an den neuen Ort ziehen, weil das gibt es dann nicht mehr. Und das zerstört auch Strukturen im Dorf, weil bei uns ist es zum Beispiel so, ich habe Hühner, meine Nachbarn bekommen Eier von meinen Hühnern, andere Nachbarn haben Kühe, wenn man jetzt nicht vegan lebt, kann man Milch von Kühen von den anderen bekommen. Genau, das kann man sich für viele Sachen vorstellen. Das heißt, es gibt zumindest eine Möglichkeit von gemeinschaftlicher, nachbarschaftlicher Versorgung, wenn auch sicherlich nicht vollständig autark. Auch das wird im neuen Dorf kaputt gehen, weil das gibt es nicht mehr. Und genau, die Menschen, die dann Landwirtschaft haben, ziehen auch nicht an den neuen Ort, weil sie das nicht können und werden dann sozusagen in der Region verstreut und damit brechen auch einfach alte bestehende Dorfstrukturen zusammen. Und das ist für Menschen, die jetzt vielleicht nicht wie ich 28 sind, sondern seit 80, 90 Jahren da leben, ein krasses Ding. Also die kennen nichts anderes. Meine Oma zum Beispiel war noch nie weiter weg als Köln. Und das ist 60 Kilometer von Kuckum aus. Und für meine Oma existiert überhaupt nicht die Möglichkeit, jemals woanders zu leben, weil sie das als Raum nicht begreifen kann. Für sie ist es gibt Kuckum und es gibt die Gemeinschaft drumherum. Und es gibt die Kirche, in der sie geht, in die sie geht seit 90 Jahren oder 82, 90 übertrieben. Und genau, und dann ist es weg. Und mein Opa beispielsweise ist dement und der macht unseren Hof und die Pferdestelle. Meine Eltern haben noch Pferde. Ich komme von einem alten Bauernhof. Und der muss jeden Tag seinen ganz konkreten Ablauf haben. Also der macht morgens die Mist, also bringt sozusagen das Stroh und das, was bei den Pferden so übrig bleibt, wenn sie im Stall gestanden haben, auf die Mist. Und genau, er hat sehr konkrete Abläufe. Er weiß, wo ist der Hühnerstall. Und wenn er umsiedeln müsste, dieser Mann würde nicht klarkommen, weil er sein gesamtes Leben so neu umstrukturieren müsste, dass man das mit Demenz in einem Alter einfach nicht schafft. Und es gibt einige Menschen, die sind schon umgesiedelt, die fahren täglich in das alte Dorf und stehen vor ihren Häusern und gehen durch das Dorf, weil sie es nicht ertragen, im neuen Ort zu sein, weil sie sagen, ich habe zwar ein neues Haus, aber kein neues Zuhause. Und ich kann mir das gar nicht anmaßen. Ich bin 28, ich habe auch in anderen Städten gelebt. Ich weiß, was das bedeutet, umzuziehen. Ich habe das freiwillig gemacht.
Ich habe mich freiwillig entschieden, da wieder hinzuziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, was das in einem Menschen macht, der 80 Jahre ist, wenn man dem sagt, du hast jetzt dein Haus zu verlassen, du ziehst in einen neuen Ort und das ist jetzt so, weil wir brauchen die Braunkohle. Ja, für was eigentlich? Genau, und es ist, also Menschen gehen damit unterschiedlich um. Manche verdrängen das, andere gehen direkt ins Altersheim. Es gibt Menschen, die versterben während der Umsiedlung, aus bisher medizinisch nicht sonderlich stark geklärten Gründen. Es gibt Menschen, die ziehen an den neuen Ort und gehen dann schnell ins Altenheim, weil sie es da nicht aushalten und irgendwie sagen, ich kann das nicht als Neukuckum begreifen, wenn ich das Alte kenne. Es gibt aber auch Menschen, klar, die sind 80 und sagen, juhu, ich habe meine kleine Parzelle, ich habe meine Einliegerwohnung, das ist besser als das große alte Bauernhofding, damit komme ich gerade besser klar, weil ich kann eh keine Treppen mehr steigen. Und ich glaube, da ist die Bandbreite einfach sehr groß und je heimatverbundener die Menschen sind, desto schwieriger ist es für die, da wegzugehen. Und seit es diese ganze Debatte um Kohleausstieg gibt, ist es für die Leute eigentlich noch viel schlimmer, weil davor konnten sie sich immerhin sagen, naja, es muss ja, es ist gut für Deutschland, Deutschland braucht den Strom. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das so ist, aber mal angenommen, dann konnten sie sich immerhin sagen, naja, ich mache was für eine gute Sache. Oder es gibt ja einen höheren Grund, weswegen ich gehe. Seit das aber in Frage steht, ist es für die Leute noch viel schlimmer zu gehen, weil sie sich fragen, naja, aber wem bringt das denn jetzt was? Also warum soll ich denn jetzt das Haus noch verlassen, wenn wir die Kohle eh nicht mehr verbrennen dürfen und wir diesen Kohleausstieg haben? Also wofür haben wir den denn, wenn wir dann trotzdem weg müssen? Genau, ein paar Bilder von den Kirchen. Es ist sehr katholisch, sehr konservativ, auch sehr interessant, gerade was das mit der CDU macht. Also die CDU müsste ja eigentlich das klassische Wählerklientel der CDU, sind die Menschen bei uns. Religiös, katholisch-religiös, tendenziell über 50, 60, konservativ geprägt, kommen vom Dorf, traditionsbewusst nenne ich es mal. Und genau, und die CDU sagt, uns ist das scheißegal. Die CDU macht nichts für uns. Wir hatten zwei Gespräche mit Armin Laschet, der uns, also eins und ein vermitteltes, und der sagt im Prinzip, na, da kann man nichts machen, stellt euch nicht so an, ist doch schön im neuen Ort, muss man mal gucken, wie man das gut hinkriegt am neuen Ort, aber bitte. Und es gibt ja gerade die große Debatte darüber, ich weiß nicht, ob ihr das mit dem C mitbekommen habt, das ist so eine Kampagne von Greenpeace, wie christlich ist die CDU? Hier könnte sie es beweisen, ob sie christlich ist. Bisher macht sie exakt das Gegenteil. Also sie ist nicht christlich, weil sie will weder die Schöpfung bewahren, noch die Kirchen bewahren, noch sich für die Menschen einsetzen, die sie wählen oder gewählt haben. Ich glaube, das hat sich sehr stark geändert bei uns im Dorf. Das würde, glaube ich, niemand mehr tun. Also niemand, weiß ich nicht, aber sehr wenige. Genau, aber die CDU lässt sich darauf auch nicht ein und möchte darüber mit uns auch nicht reden. Also es kommt nicht mal zu einem Dialog, bei dem wir sagen, aber muss das denn sein? Die CDU sagt einfach, nein, das muss sein und jetzt geht. Genau, das ist die Kirche in Kuckum und das die in Kainberg. Ist auch Screenshot von der Seite, weil ich habe nicht Drohnenaufnahmen von der ganzen Sache. So sieht die von innen aus. Die Grundfeste dieser Kirche sind 1000 Jahre alt, also die Grundmauern. Das wurde immer wieder renoviert, weil Sachen zusammengebrochen sind. Der ganz äußere Teil ist, glaube ich, knappe 100 Jahre alt. Das Fundament ist aber belegterweise aus 1000 Jahre alt. Und genau, es gibt Menschen, die setzen sich sehr, sehr viel damit auseinander. Es gibt Connections von Alexander dem Großen, der über Familienangehörige diese Kirche hat errichten lassen. Also es ist eine andere Story, aber genau, es gibt Menschen, die setzen sich sehr, sehr stark damit auseinander, wo kommt das eigentlich her? Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Kirche und es ist auch eine sehr, sehr alte und ich finde, es hat sowas von eine sehr einkehrliche Kirche, weil es das Gefühl gibt von, in diesem Ort ist das der einzige Raum, der erstmal von RWE nicht betreten werden darf, was irgendwie auch schön für Menschen ist, einen Ort zu haben, bei dem erstmal klar ist, hier kommt RWE nicht rein. Das hat sich leider geändert, weil die Kirche vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Monaten an RWE verkauft hat. Also dafür zuständig ist die Pfarrei Erkelenz, eine christliche, katholisch-christliche Gemeinde, die meiner Meinung nach eigentlich mit RWE zusammenarbeitet. Die haben zusammen eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sehr froh sind, die Kirche jetzt verkauft zu haben und sich darauf freuen, an den neuen Ort zu gehen. Genau, also auch von der kriegen wir keinerlei Rückendeckung. Es gibt eine Küsterin, das ist die Person, die sozusagen die Kirche auf- und zuschließt und die sich darum kümmert, dass da drin alles in Ordnung ist. Das ist eine Person aus Kainberg, die das seit, weiß ich nicht, 40 Jahren macht oder 50. Es gab diese C-Kampagne von Greenpeace, von der ich erzählt hatte. Das C war auch in dieser Kirche und hat da Fotos gemacht und hat gesagt, hey, liebe CDU, wenn ihr christlich seid, warum setzt ihr euch nicht für den Erhalt der Kirche ein?
Die Küsterin hatte den Menschen von Greenpeace diese Kirche aufgeschlossen. Das Ergebnis ist, dass die Pfarrei gestern bei der Küsterin war, ihr den Schlüssel weggenommen hat, die Schlösser hat austauschen lassen und sie jetzt nicht mehr ohne Beisein von anderen diese Kirche betreten darf. Ja. Genau, einmal so ein Blick, wie läuft das so? Das war Borschemich, glaube ich, das gibt es nicht mehr. Danach sah es so aus. Das geht relativ schnell. Also das ist der erste Vernichtungsschlag, den RWE macht, bevor dann der Boden abgetragen wird. Und so sieht dann ein neuer Ort aus. Und das ist das Konzept eines neuen Ortes. Also wie ihr seht, was ich eben gesagt habe, eigentlich ist es langes Dorf, dahinter lange Grundstücke. Also ihr könnt hingucken, wo ihr wollt. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht mindestens 4 NachbarInnen hat. Und genau, also ich will nicht sagen, dass man so nicht leben kann, das ist nicht der Punkt. Aber für Menschen, die vom Dorf kommen, ist das keine adäquate Alternative. Also zumindest ersetzt es nichts, was sie vorher im Dorf hatten. Und hier ist die nächste Stadt. Und jetzt muss ich gucken, da ist eine Amazon-Lieferstraße, dahinter ist eine Autobahn und da ist ein Zug. Also noch beschissener kann man nicht. Also dafür, dass sie vorher in einem Dorf waren, wo es das nichts von diesen drei Dingen gab. Genau. Und das ist das, was den Menschen angeboten wird. Und wenn RWE dann immer sagt im Fernsehen, sie werden die Leute gütig entschädigen, dann ist es das. Das kann dann jeder selber beurteilen, ob das eine gütige Entschädigung ist. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob ein neu gebautes Haus in einem Neubauort an einer Stadt nicht auf dem Kapitalmarkt wertvoller ist als ein altes Bauernhaus auf dem Dorf. Das mag auf dem Kapitalmarkt so sein. Das ergänzt aber nicht die Frage, ob das für Menschen auch gefühlt so ist und ob das irgendein Ersatz ist für diese Leute. Ich hatte eben schon mal von dem Immerater Dom erzählt. Das hattest du, glaube ich, auch angemerkt, dass der mit der Immerater Mühle, hattest du auch eben kurz erwähnt, das ist der Immerater Dom, eine Kirche in Alt-Immerath. Immerath gibt es nicht mehr. Und genau, ich zeige euch einmal, wie das dann abläuft. Genau, also es wird komplett vernichtet. Und in Immerath gibt es noch ein einziges Haus gerade. Und sonst sieht es da überall so aus wie hier. Und diese Leute leben wirklich mitten in diesem Trümmerfeld. Und ich habe guten Kontakt zu denen und die sagen, nö, wir wollen aber trotzdem nicht gehen. Sie kriegen auch nichts Adäquates. Das sind Möhrenbauern oder Möhren, was kann man so schlecht gendern? Möhrenbauern und Bäuerinnen. Genau, und sie sagen, selbst wenn wir wollten, wir können gar nicht irgendwo hin, weil wir müssen unseren Job komplett aufgeben, weil wir kriegen keine Felder. Niemand in NRW möchte Felder verkaufen. Weil Land ist krass knapp im Moment. Genau, und die Leute können nicht gehen, selbst wenn sie wollten. Und sie wollen auch nicht. Genau, vielleicht nochmal kurz zum Vergleich. Also das ist so eine alte Kirche, wie sie im alten Ort war. Es gibt auch neue Kirchen. RWE baut zusammen mit der Stadt Erkelenz und in Absprache mit Gremien aus den Orten, in denen dann nur Leute drin sitzen, die RWE ganz toll finden. Da gibt es dann auch immer mal so 10. Das ist dann das Gremium, was für das Dorf spricht. Und die haben eine neue Kirche bauen lassen. Und in Neu-Immerath sieht die so aus. Allerdings ist das nicht die Kirche, das ist die Kirche, das nicht. Und ihr könnt ja mal vergleichen, wie hoch das so ist, verglichen mit so Wohnhäusern. Und genau, das ist, was die Menschen dann bekommen. Du musst noch ergänzen für 3 Orte. Genau, das ist jetzt allerdings, das ist die von Immerath, wenn ich mich nicht täusche. Bei uns ist das noch anders. Wir haben die Kallenberger Kirche, die Berwerather Kapelle und die Kukuma Kirche und daraus wird eine. Und ich weiß nicht, ob ihr das Dorfleben kennt. In der Regel ist es auf dem Dorf so schwierig mit den Nachbardörfern. Und eigentlich sind die sich nicht so ganz koscher. Also jetzt zu sagen, alle die gleiche Kirche ist, also hätte man das denen vor 20 Jahren gesagt, wäre das, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall keine Sache, die sie hätten akzeptieren können. Genau, jetzt haben die Leute eh kein Mitspracherecht mehr und die Kirche sagt, ach, viel zu teuer, geht ja eh keiner mehr hin in die Kirchen. Müsste man sich mal fragen, warum Leute nicht mehr in die Kirchen gehen, wenn die Kirche sich so verhält. Also die katholische Kirche im Sinne von das Bistum Aachen und die katholische Kirche Erkelenz. Genau, aber das fragen die nicht, die sagen dann nur, die Leute kommen nicht mehr und deswegen brauchen wir jetzt auch keinen. Genau, ich überspringe vielleicht mal ein paar Sachen. Vielleicht grob, was wir fordern, aber ich glaube, das ist relativ klar. Also erstmal den Erhalt von allen Dörfern, die gerade von Braunkohle bedroht sind. Eine die Forderung, die für uns genauso wichtig ist, ist, dass wir selbst entscheiden können, ob im aktuellen Zustand, wo wir stehen, ob wir weiter umsiedeln wollen, also ob einzelne Menschen das wollen oder ob einzelne Menschen bleiben. Die Landesregierung sagt uns eigentlich die ganze Zeit nur, ja, also die Umsiedlung hat jetzt einmal begonnen, jetzt müssen wir die auch durchziehen. RWE sagt uns, wenn ihr ehrlich seid, liebe Leute, also 70% der Leute stehen schon in Verhandlungen mit uns, oder ich glaube 78,
was für die bedeutet, jeder, der mal einen Brief an RWI beantwortet hat, steht in Verhandlung. Knapp, ich weiß nicht mal, wie viel gerade stehen, 40% haben verkauft. Jetzt müssen wir das auch durchziehen, weil das spaltet ja sonst das Dorf, wenn wir das nicht durchziehen. Und das ist ja nur sozialverträglich, wenn alle gemeinsam umsiedeln. Jetzt gibt RWI eigene Statistiken dazu raus, wie viel Prozent der Leute siedeln denn eigentlich um an den neuen Ort. Und es ist immer so zwischen 50% und 60%. Das heißt, 50% bis 40% siedeln nicht mit an den neuen Ort, obwohl das lukrativer ist finanziell. Würde ich jetzt nicht rausschließen, dass jemals eine gemeinsame Umsiedlung stattgefunden hat. Dass das sozialverträglich ist, kann nicht funktionieren, weil die Strukturen auseinandergebrochen werden, Menschen ihre Jobs verlieren, die vorher Landwirtinnen waren und darüber hinaus einfach mindestens oder fast die Hälfte nicht mitzieht. Also ist das Argument nicht gültig von wir machen das gemeinsam, weil es wird nicht passieren. Genau, trotzdem finden wir es aber wichtig, dass wir den Menschen offen lassen zu entscheiden, mal angenommen, die Dörfer würden stehen bleiben, wollt ihr trotzdem noch gehen oder wollt ihr bleiben? Weil bleiben heißt trotzdem auch die nächsten 15 Jahre Kampf. Also um Flächen, um Wiederaufbau, um Gelder, um, ne? Also es ist vieles zerstört und das heißt halt einfach, genau. Daran schließt sich diese Sache so ein bisschen an. Wir wollen selber gestalten können, wie wir leben. Auch das dürfen wir gerade nicht, aber das geht ja sehr vielen Kommunen in Deutschland ähnlich oder sehr vielen Menschen. Eine zentrale Forderung ist, wir müssen dieses Bergbaugesetz ändern, damit kein Mensch in Deutschland jemals wieder für Braunkohle enteignet werden darf, weil das ist die Grundlage, auf der das alles passiert. Weil sollten die Menschen nicht freiwillig verkaufen, also freiwillig heißt, dass sie sich mit RWE einigen, was auch immer das heißen mag, also freiwillig ist es für niemanden, aber unter der Voraussetzung, dass ich weiß, ich werde sonst enteignet, verkaufe ich freiwillig. Das ist die juristische Definition. Freiwillig im Sinne von nicht staatlich enteignet. Und genau, die Angst der Menschen ist, wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht freiwillig mit RWE sich einigen auf den Preis ihres Hauses und was sie als Entschädigung bekommen, dann wird sozusagen RWE einen Antrag stellen bei der Bezirksregierung Arnsberg und die sagt dann, jo, Voraussetzungen bestehen, du wirst enteignet. Und da gibt es ein Gesetz in Deutschland, was den Paragraphen Grundrecht auf Eigentum übergeordnet ist, was den aushebeln kann, wenn dein Eigentum in höherem Interesse für das Allgemeinwohl ist. Also die letztendliche Definition, warum wir enteignet werden dürfen aktuell, ist, weil Braunkohle für das Allgemeinwohl wichtiger ist als unser Recht auf Eigentum. Und das ist ja innerhalb der Klimakrise katastrophal gestört. Also dass wir sagen, es ist für die Gesellschaft wichtiger, dass wir Braunkohle verbrennen, als dass ihr eure Eigentumsrechte behaltet. Genau, aktuell ist das der Stand der Dinge. Ich hatte ja schon erzählt, diese eine Gruppe hinterfragt, ob das noch adäquat ist. Und letztendlich ist das auch eine Sache, bei der wir uns einsetzen, wo wir nicht nur sagen, naja, es geht uns um den Erhalt unserer Dörfer, unserer Heimat, unseres Zuhauses und wir wollen unser Leben so gestalten, wie wir es wollen. Aber auf der anderen Seite, habe ich eben schon mal erzählt, ist den Menschen mittlerweile auch klar geworden, naja, also dieser lokale Kampf hat de facto einen Einfluss darauf, ob wir global die Klimakrise noch in den Griff bekommen und ob wir irgendwie die 1,5-Grad-Grenze einhalten. Und da muss man bei Braunkohle, da komme ich gleich nochmal drauf, auch leider sagen, dass Braunkohle einen krass heftigen Impact auf das Klima hat und dass die Verbrennung von Braunkohle einer der schlimmsten Dinge ist, die Deutschland so tut, europaweit. Und dass wir da eine krasse Verantwortung haben. Und deswegen ist dieser Tagebau, nicht nur dieser, aber auch dieser Tagebau, an dem ich lebe, einfach eine gigantische Schuld an der Klimakrise. Und deswegen sagen wir, naja, wir kämpfen eigentlich auch dafür, dass Menschen, deswegen sagen wir immer, alle Dörfer bleiben weltweit, auch im globalen Süden, auf Inseln, nicht ihr Zuhause verlieren. Weil wenn wir unseres verlieren, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die ihres auch verlieren. Und deswegen kämpfen wir eigentlich für alle Dörfer weltweit. Auch wenn das sicherlich eine große Aussage ist. Aber wir denken sehr stark, dass jede Region da ihren Beitrag leisten kann, muss oder vielleicht auch sollte. Genau, und unsere Forderung ist einfach, wenn die Kohle im Boden bleibt, ist das besser fürs Klima, ist das besser für alle. Ich würde hier mal einen kleinen Cut machen und zu der politischen Situation schwenken. Das heißt, es gibt diesen Kohlekompromiss, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und ich würde so ein bisschen erzählen, welchen Einfluss hat eigentlich die Braunkohlemenge, die bei uns liegt, auf das Weltklima? Wie viel Relevanz hat dieser Kampf wirklich? Und genau, bevor ich das mache, würde ich von mir aus gerne schon mal so ein paar Fragen öffnen, wenn ihr noch zu diesem ganzen, was heißt das eigentlich auf dörflicher Ebene, Braunkohle-Ding, eine Frage habt. Korrigiere mich gerne, falls du das falsch findest, wie ich das zusammenfasse. Die Frage stellt sich, bisher war der Fokus sehr stark lokal und über diesen Heimatbegriff hat das nicht auch Anknüpfungspunkte für rechte Ideologie, nenne ich es mal? Oder kann man da nicht gut auch rechte Narrative dran anknüpfen? Und genau, so ungefähr verstanden.
Ja, haben wir uns auch lange mit auseinandergesetzt. Was ist eigentlich der Heimatbegriff und ist nicht besser von zu Hause zu sprechen? Gibt es verschiedene Meinungen bei uns? Ich würde sagen, dass wir uns selber alle Mitte bis links definieren würden und dass für uns immer gleichzeitig wichtig ist zu sagen, wir kämpfen für unser Zuhause im Spektrum des globalen Klimakampfes und wir können globale Kämpfe leider nun mal nicht anders als global führen. Also genau, aber ich gebe dir sehr stark recht, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht in diese Rechte, ich kämpfe für meinen Blutboden, Ding driftet. Und dieses Video, was ich eben gezeigt habe, ist nicht von Alle Dörfer bleiben, sondern von der Gruppe Menschenrecht vor Bergrecht. Und die agiert nun mal leider auf innerhalb deutschen Rechts. Und unser Ziel ist sozusagen, dass wir möglichst viele Menschen damit erreichen. Und wir haben immer die Schwierigkeit, wie sehr kann man sozusagen offen sein für die globale Klimagerechtigkeit in der Erzählung, aber wie sehr muss man die Leute auch mitnehmen? Also ist es vielleicht schwierig für meine Oma, ich übertreibe jetzt, die jetzt 82 ist, ihr zu erzählen, es gibt jetzt solidarische, emanzipatorische Kämpfe und in diesem stecken wir da gerade drin. Dann sagt meine Oma, ich habe keine Ahnung, was das heißt, ich möchte vor allem nicht meine Heimat verlieren. Deswegen würde ich sie noch nicht rechts nennen. Genau, ich glaube, es ist aber wichtig, mit diesen Menschen rauszufinden, was heißt das Wort Heimat und was bedeutet das für dich und heißt nicht deine Heimat eigentlich sowas wie dein Teil auf dem Planeten, auf dem du gerade lebst, den du gerne gerade behalten möchtest, aber nicht als Exklusivrecht für dich oder sowas. Ich übertreibe jetzt. Genau, deswegen ist, glaube ich, eine sehr wichtige Debatte und uns ist sehr, sehr klar, dass das ein Problem ist oder sein kann. Ich habe aber das Gefühl, dass wir uns sehr viel Mühe geben, zu sagen, es geht uns nicht ausschließlich um unser Dorf. Und ich glaube, sonst würden wir auch nicht, also wir reden sehr viel über Klimapolitik auch in unseren öffentlichen Forderungen. Genau, und ich glaube, rechte Klimapolitik, also kann man jetzt darüber reden, aber ist schwierig. Genau, aber es ist auf jeden Fall gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Ist das für dich verständlich oder soll ich? Okay. Ja, haben wir aber auch lange darüber geredet. Also wie, auch dieser Begriff, es gibt halt kein gutes Ersatzwort. Also zu Hause geht, aber das meint bei Leuten was anderes. Also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt in Köln wohne, das ist mein Zuhause, da wohne ich gerade, aber vielleicht ist das, wo ich geboren bin, nochmal was anderes. Ist vielleicht auch mein Zuhause, aber dann kann das keiner differenzieren. Aber wir können gerne darüber reden, was ein gutes Wort ist für Heimat. Ja, also wenn ihr euch dann so positioniert und das diskutiert, dann... Ja, generell sind wir eine Gruppe, die quasi alles basisdemokratisch auf Konsens entscheidet. Also wir haben alle zwei Wochen ein Plenum mit allen Menschen vom Dorf und auch mit so RednerInnenlisten und mit Tagesordnungen und Leute können was einbringen und dann machen wir auf alles ein Konsensverfahren. Das heißt, bei uns wird nichts gemacht, wo es auch nur ein einziges Veto gibt. Genau, das führt alleine schon dazu, dass... Ich glaube, das läuft in rechten Strukturen ein bisschen anders. Aber ich war noch nie in einer drin, vielleicht weiß ich das auch einfach nicht. Okay, ich würde den Punkt dann zumachen, aber ihr dürft gerne noch sonst dazu Fragen stellen. Genau, damit ich nicht so viel rede, vielleicht hat eine Person Bock zu erzählen, in Kurzform, habt ihr irgendeinen Plan davon, was ist der Kohlekompromiss? Und es ist ein langes Thema, aber was wird damit versucht? Wenn nicht, erzähle ich das gerne, aber ich erzähle das so oft. Okay, da mache ich das einfach. Auch alles meine Definition oder unsere, wobei wahrscheinlich erstmal auch am Anfang nicht. Der Kohlekompromiss ist ein Gremium, was die Bundesregierung ins Leben gerufen hat, um sozusagen einen außerparlamentarischen Entwurf zu bekommen dafür, wie wir den Kohleausstieg in Deutschland sozialverträglich regeln könnten. Und da saßen Menschen drin, die sozusagen die Regierung vertreten haben. Es saßen Menschen aus der Wirtschaft da drin. Es saß eine Person drin, die Braunkohlereviere, und zwar alle, im gesamten Deutschland vertreten hat. Und eine Person, die das für die Lausitz gemacht hat. Und, glaube ich, drei Menschen aus NGOs. Und dann noch, weiß ich jetzt nicht, 15 andere. Jedenfalls haben die nicht die Mehrheit gestellt. Genau, und diese Kommission hat versucht auszuhandeln, wie kriegen wir einen Kohleausstieg in Deutschland so hin, dass alle Bedürfnisse in Deutschland damit trotzdem gedeckt werden, vorausgesetzt wir definieren kapitalistische Interessen auch als Bedürfnis. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung und die heißt auch nicht Kohlekommission, sondern Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Also Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Da steht nicht drin für Klimaschutz, Menschenrechte und Bürgerpartizipation, sondern es geht darum, wie machen wir das so, dass es geil für die Wirtschaft ist. Genau, und in diesem riesigen Papier, es sind, ich habe es mal komplett gelesen, ich weiß es nicht, 180, 200 Seiten,
was immer wieder nach hinten verschoben wurde in seiner Veröffentlichung und viel zu lange gedauert hat. Das gibt es seit Ende Januar diesen Jahres. Ja, ist noch diesen Jahres. Und wurde ja schon von allen PolitikerInnen gesagt, wird 1:1 umgesetzt. Sind jetzt 10 Monate später, es wurde noch nicht umgesetzt. Und es wird auch noch nicht umgesetzt werden dieses Jahr. Und aktuell steht der 3.12. als nächster Termin aus, in dem dieser Entwurf vorgestellt wird. Ich frage mich dabei, wenn es dieses Konzept gab, was muss man da jetzt noch 10 Monate machen, wenn es das Konzept gibt? Aber es geht hauptsächlich darum, dass das Konzept nicht so durchgeht, wie es geplant war. Das ist zum Beispiel mit der Windregelung. Das habt ihr bestimmt mitbekommen mit 5 Höfen, 1000 Meter Abstand und so. Das stand da nicht drin, soll da aber jetzt rein. Ich habe den aktuellen Entwurf gelesen. Da steht zu Braunkohle unter, ich glaube, es ist Kapitel 6. Punkt, Punkt, Punkt. Steht gar nichts. Gar nichts. Nach 10 Monaten steht da gar nichts. Das liegt daran, und das erkläre ich euch jetzt, dass RWE und andere kohleabbauenden Konzerne mit der Bundesregierung bzw. dem Wirtschaftsministerium, was von Peter Altmaier geleitet wird, darüber diskutieren oder verhandeln, was denn ein angemessener Preis dafür ist, dass sie aufhören mit Braunkohle. Weil das soll auch über Entschädigungssummen geregelt werden. Der Staat möchte da nicht lenkend eingreifen und den Leuten sagen, dann macht ihr was aus, weil das wäre Kommunismus. Wenn der Staat plötzlich sagen würde, so darf man nicht leben, das ist ja sonst nicht so, das darf ja eigentlich alles in diesem Land. Genau, deswegen auch Braunkohle verstromen und das darf man sehr lange. Genau, aber um das mal auf uns runterzubrechen, was heißt das für die Menschen in den Dörfern? Da steht ein Satz zu uns drin, und das ist der oben zitierte. Soziale und wirtschaftliche Härten sind zu vermeiden. Ich habe den umformuliert. Und zwar geht er noch länger, der hat aber nicht draufgepasst. Die Landesregierung hat in einen Dialog mit den Betroffenen zu treten, um soziale und wirtschaftliche Härten bezüglich der Umsiedlung zu vermeiden. Das ist der gesamte Satz. Da steht nicht drin, was soziale Härten sind, nicht was wirtschaftliche Härten sind. Steht auch nichts drin, ob die Umsiedlungen weitergehen oder nicht. Da steht auch nicht drin, wie läuft der Tagebau weiter oder nicht. Und da steht nur drin, dass es diesen Dialog geben muss, damit es keine sozialen Härten gibt. Jetzt gab es auch eine Dialogveranstaltung, auf der nicht Laschet selber, sondern das Wirtschaftsministerium, was von Pinkwart geführt wird, bei uns in den Dörfern war. Und die haben den Dialog folgendermaßen gemacht. Die haben die Kohlekommissionsergebnisse genommen und haben uns erzählt, was das aus ihrer Sicht der Dinge heißt. Und aus ihrer Sicht der Dinge heißt das, die Dörfer können leider nicht stehen bleiben. Das war der Dialog. Dann ist ein wilder Sturm in dieser Halle ausgebrochen, wo knapp 300 Menschen saßen aus den Dörfern, die sich diesen Dialog angetan haben, wo Menschen sich aufs Tiefste beschimpft haben, wo die Landesregierung beschimpft wurde, die Bezirksregierung beschimpft wurde, RWE beschimpft wurde, Menschen sich untereinander beschimpft haben, aus diversesten Gründen, was gerade alles kacke läuft. Ergebnis dieser Sache ist, ja, ist vielleicht alles doch nicht so toll, müssen wir mal gucken. Wir haben die Punkte mal mit aufgenommen, die ihr alle kritisch findet und melden uns nochmal. Jetzt ist November, es ist nichts passiert und die kritischen Punkte sind immer noch kritische Punkte und ein Dialog, um soziale und wirtschaftliche Härten zu vermeiden, hat aus unserer Sicht nicht stattgefunden, weil es a. kein Dialog war und b. es nicht darum ging, dass irgendwas vermieden wird, sondern dass durchgesetzt wird, was schon Sache war. Noch krasser war, dass auch niemand anders als die CDU und FDP aus parlamentarischer Sicht auf dieser Veranstaltung teilnehmen durften, sodass die schön sagen konnten, was sie aus dem Kohlekompromiss lesen. RWE durfte aber natürlich anwesend sein. Klar, die sind ja betroffen. Hauptbetroffener ist sowieso immer RWE. Denen geht es am allerschlimmsten in diesem Land, weil die verlieren ja Gelder und Gewinne. Und wenn das passiert, dann sind wir alle tot. Genau, und für die Menschen heißt das, seit 2016 hadern wir damit, wie geht es weiter. Weil seit dann gab es eine neue Leitentscheidung. Das ist quasi die Rahmenbedingung, die das Land sagt, wie wird der Tagebau verlaufen. Der wurde 2016 neu bekannt gegeben. Und dann haben sich erstmal alle damit abgefunden, okay, wir müssen weg. Seitdem Hambi war dann aber so, okay, zivile Ungehorsam, Proteste, es geht ja doch was, wenn man den Mund aufmacht. Ah, wir können vielleicht doch bleiben. Und da komme ich gleich noch zu. Dann gab es ein paar Gutachten, die haben bestätigt, wenn wir den Kohlekompromiss 1:1 umsetzen, dann müssen wir doch nicht weg. Also dann reicht die Mengen, die noch übrig sind, die da sind, zwar nicht für die Pariser Klimaschutzziele, darüber brauchen wir, glaube ich, alle nicht diskutieren, dass der Kohlekompromiss da vollkommen scheiße ist. Und dass er auch für uns kacke ist, aber selbst dieser Kack-Kompromiss reicht aus, um diese Dörfer zu retten. Haben wir da auch gesagt. Dann haben sie gesagt, nee, also das DIW, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die können das gar nicht, die haben überhaupt keine Ahnung, ist alles falsch. Und außerdem die Braunkohlemengen, die angenommen werden, die noch im Tagebau sind, stimmen gar nicht. Gab eine Anfrage von den Grünen im Landtag, die haben bestätigt, ach, stimmt doch.
Ja, gut, aber wir müssen das umsiedeln, weil die Leute müssen gemeinschaftlich umgesiedelt werden. Ja, aber passiert ja gar nicht. Ja, aber Energiesicherheit. Ja, aber das Gutachten bestätigt, dass wir das gar nicht mehr brauchen für die Energiesicherheit. Arbeitsplätze. Ja, also es sind so 20.000 Arbeitsplätze bei RWE, in den Erneuerbaren gehen so 80.000 gerade verloren. Ja, aber RWE hat seine Planung damit gemacht. Also das geht immer weiter. Also die werden immer einen Grund finden, weswegen wir das auf jeden Fall durchziehen müssen. Und denen ist eigentlich auch, denen sind Studien egal, denen sind Menschenleben egal, denen sind Menschenrechte egal und das Klima ist denen noch mehr egal. Genau, vielleicht nochmal kurz dazu zurück, was steht da drin? Eine Sache ist, bis 2023 schalten wir runtergerechnet 3 Gigawatt ab. Das heißt, wir haben aktuell eine gewisse Menge Braunkohlekraftwerke im Stromnetz Deutschlands. Die soll bis 2022 auf 15 Gigawatt reduziert werden. Ich rede jetzt nur von Braunkohle, nicht von Steinkohle. Das ist nochmal separat. Genau, dann gab es so ein Gutachten dazu in der Kohlekommission. Was erwarten wir denn? Wie wird sich die Lage marktwirtschaftlich so und so verändern? Naja, da geht man davon aus, dass bis 2022 18,1 noch im Netz sind. Ergo, wenn wir jetzt 18,1 haben, 22, dann müssen wir noch 3 zusätzlich abschalten. Großes Problem deutschlandweit, da steht nicht drin, wo das abgeschaltet werden soll. Da steht nur, 3 Gigawatt müssen in Deutschland abgeschaltet werden an Kraftwerken. Wo, hat keiner gesagt. Also verhandelt RWE und die LEAG und die MIBRAG, das sind 2 andere Konzerne im Osten, gerade mit dem Wirtschaftsministerium darüber, naja, wer schaltet eigentlich diese 3 Gigawatt wo ab und wer macht das am billigsten? Also dem Land NRW und auch der Bundesregierung geht es nicht darum, man könnte jetzt 2 Entscheidungen treffen. Entweder sagt man, man schaltet es da ab, wo die meiste, also wo die schlechtesten Kraftwerke stehen, um möglichst viel CO2 zu reduzieren. Das würde klimapolitisch Sinn ergeben, meiner Ansicht, wenn man das schon macht. Oder man schaltet da ab, wo die meisten Menschen oder wo noch Menschen umsiedeln müssen. Das wäre auch ein nachvollziehbarer Punkt. Das sagen die aber nicht. Die sagen, wir schalten da ab, wo die Leute, wo die Kraftwerkbetreiber das wenigste Geld verlangen für ihre Abschaltung. Witzigerweise fällt zusammen, dass die ältesten Kraftwerke und die, die Menschen bedrohen, beide bei uns liegen. Also Neurath und Niederaußen, das sind die ältesten, dreckigsten und sozusagen die einzigen Kraftwerke, die aktuell noch Menschen bedrohen. Deswegen fanden es alle sehr naheliegend, dass das da passiert. RWE möchte aber scheinbar zu viel Geld haben. Die Bundesregierung ist nicht bereit, dieses Geld dafür zu zahlen. Sie ist auch nicht bereit zu sagen, ihr macht es jetzt einfach so. Oder wir entscheiden das. Und dann kriegt ihr halt eine gerichtlich festgelegte Summe. Die sagen, naja, das wissen wir gerade nicht. Und deswegen ist Stand jetzt, also Stand von gestern, wir wissen nicht, wo es abgeschaltet wird. Und solange man nicht weiß, wo abgeschaltet wird, weiß man auch nicht, wie die Tagebaue verlaufen werden, kann man nicht weitermachen. Und in dieser Situation hängen wir halt jetzt, bis es den Kohlekompromiss endlich gibt. Genau. Genau, das ist, hätte ich auch weiterschalten können. Genau, das ist das, was da ungefähr draufsteht, wurde mehrfach verschoben. Aktuell ist der Stand der Dinge, ich kommuniziere auch mit dem Wirtschaftsministerium. Peter Altmaier antwortet mir nie. Es gibt immer so einen ganz unteren Staatssekretär, der antwortet mir dann alle 5 Monate mal. Dann mit sowas wie, es ist sehr nett, dass Sie uns geschrieben haben, wir versuchen alle Interessen wahrzunehmen, aber leider können wir Ihnen gerade nichts sagen. Genau, also Einsichtnahme, Beteiligung gibt es nicht. Stand jetzt ist, dass das am 3.12. das Kohleausstiegsgesetz vorgestellt werden soll, inklusive Regelung für Steinkohle und für Windkraft. Jetzt hat es da aber so viel Gegenwind gegeben, dass das noch fraglich ist, ob die das am 3.12. schaffen. Und die Verhandlungen sind auch noch nicht abgeschlossen, wo jetzt die Kraftwerke abgeschaltet werden sollen. Deswegen gehen wir gerade leider davon aus, dass es auch dieses Jahr kein einziges Ergebnis dazu geben wird. Das heißt, das verschiebt sich das auf das nächste Jahr. Und solange nichts passiert, gilt alles beim alten Stand und RWE zerstört weiter die Dörfer. Weil es ja noch nichts Neues beschieden, also können wir weitermachen. Das Gleiche gilt für die Verbrennung von Kohle. Auch da ist, solange nichts entschieden wurde, verfolgen wir das weiter. Genau, das erspare ich euch vielleicht mal. Ich hatte eben was vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesagt, was dazu gesagt, also es gibt 2 Berechnungen. Erstens reicht der Kohlekompromiss aus, um die Klimaschutzziele einzureichen. Da sagt eigentlich kein einziger Wissenschaftler ja oder Wissenschaftlerin, es sei denn, wir schaffen es mit allen anderen Sachen, irgendwie bis Mitte der 20er Jahre auf Null Emissionen zu kommen. Also Verkehr, Gebäude und restliche Industrie. Sehr unwahrscheinlich, wenn ihr mich fragt, aber kann ja sein, dass das jetzt plötzlich passiert. Genau, also für Paris reicht es auf keinen Fall aus. Stellt sich trotzdem die Frage, reicht es denn aus, um diese Dörfer zu retten und damit zumindest da die Kohle im Boden zu lassen? Dann hat das DIW, das sind alles, deren Daten basieren auf den Daten vom Land NRW, die haben einen geologischen Dienst, und von RWE. Also die haben die Dokumente, die die Regierung und die, die das gerne machen wollen, selber benutzen. Und es ist quasi jetzt hier der Tagebau und hier ist Immerath, das ist da, wo noch ein Haus steht. Dann ist ganz viel Feld und
da ganz oben lebe ich und da ist kein Berg. Je roter das ist, desto dicker sind die Kohleflöze, desto mehr Kohle kann man pro Quadratmeter aus dem Boden rausholen. Wenn ich jetzt RWE wäre und kein schlechter Mensch wäre, dann würde ich ja denken, ich bagger mal zuerst da, wo die meiste Kohle liegt. Weil warum soll ich denn jetzt woanders was kaputt machen? So logischerweise macht man das da zuerst. Genau, RWEs Bagger steht aber natürlich nicht hier, weil das wäre ja sinnvoll. Der steht schön da oben bei dem Blauen, wo ganz wenig Kohle ist. Was ganz schön nah an Keinberg ist, damit es da möglichst unbequem ist. Also wir können ja gerade nichts daran machen, dass die das baggern. Also könnte man zumindest drüber reden, wo baggert ihr, wann baggert ihr, was baggert ihr. Nix da, geht auch nicht. Aus irgendwelchen komischen Gründen können die da nicht baggern. Die müssen gerade schnurstracks auf Keinberg zu baggern, weil da sind nämlich Leute, die bleiben wollen. Jetzt sagt das DEW-Gutachten, grob, naja, nehmen wir mal die Flächen, die frei sind, wenn wir die Orte erhalten. Und gucken mal, wie viel Restkohlemenge haben wir denn da? Dann ist das das, was das DEW-Gutachten sagt. Wir haben in dem jetzigen schon erschlossenen Feld noch knappe 123,5 Millionen Tonnen Vorrat im Feld, wo gerade noch sozusagen nur Felder sind. Also das ist auch scheiße, das ist keine Frage, aber leider läuft so Realpolitik. Reicht das denn aus, wenn wir das noch abbaggern, um die Energiesicherheit Deutschlands bis zum Ende des Kohleausstiegs zu sichern? Vorausgesetzt, wir schalten die Kraftwerke ab, die die ältesten, dreckigsten und die dörfergefährdetsten sind. Das Ergebnis ist ziemlich einfach und eindeutig. Es heißt ja. Und zwar vorausgesetzt, wir lassen den Hambi stehen. Komplett, tutto completo. Vorausgesetzt, wir lassen die Dörfer am Garzweiler Zweitagebau stehen. Ist das der Kohlevorrat, der noch übrig bleibt im Boden? Vorausgesetzt, wir verstromen ernsthaft Kohle bis 2038, ist das der Bedarf? Vorausgesetzt, wir steigen 35 schon aus der Kohle aus, was eine Möglichkeit im Kohlekompromiss ist, dann ist das der Bedarf. Das alles ist mit Paris eh schon nicht kompatibel. Also darüber reden wir leider eh schon nicht. Aber selbst mal das außen vor gelassen. Dann sagt das Ding, naja, eigentlich haben wir knappe 110 Millionen Tonnen, selbst dann noch zu viel. Nicht 110, was haben wir da? Doch, ja. Also selbst wenn alles stehen bleiben würde, könnten die das schon nicht mehr verstromen. Innerhalb des Kohlekompromisses, der schon scheiße ist. Ja, die CDU sagt, das ist komplett falsch, das stimmt gar nicht. RWE sagt, im Prinzip ist es haltlos mit der Begründung. Also hier sind Böschungen 1 zu 3. Das heißt, wenn ich einen Meter nach da gehe, wie viel gehe ich nach unten? Oder andersrum? Das weiß ich nie genau. Ich glaube, es ist andersrum. Jedenfalls geht es darum, wie steil sind die Dinger. Und RWE sagt, also bei das ist viel zu steil. Das kann niemals halten. Wenn wir das machen, dann bricht alles zusammen. Wegen dieser viel zu steilen Böschung stimmt der Kohlevorrat gar nicht. Jetzt ist es aber leider so, dass sowohl bei uns am Tagebau als auch am Hambach-Tagebau es bereits Böschungen gibt im Winkel 1 zu 3. Da halten die dann aus komischen Gründen. Aber selbst das außen vor gelassen, mal angenommen, es wäre so, dass die Böschung nicht stimmen würde. Könnte ja sein, dass die flacher sein muss. Dann muss man sozusagen mehr Kohle rausholen, weil man an der Böschung nicht so viel Kohle wegnehmen kann. Dann sagt RWE, naja, wenn die Böschungen ein bisschen flacher sind, dann brauchen wir leider alles, komplett. Also dann brauchen wir das trotzdem alles. Dann kann man sich ja mal so rein rational überlegen, also wenn es jetzt an diesem Böschungswinkel liegt, könnte ich verstehen, wenn man sagt, ja, müssen wir das vielleicht hier so ein bisschen weiter. Oder was weiß ich. Aber daraus dann abzuleiten, nee, da muss trotzdem alles weg, sagt sowohl die CDU, also ich will jetzt nicht nur CDU bashen, FDP ist auch kacke. Also die hängen auch in der Landesregierung, sind auch dafür, dass wir wegkommen. Es gibt noch viele andere Parteien, die kacke sind, aber wir sind gerade nicht in der Landesregierung NRW. Deswegen kann ich über die nicht so viel sagen. Genau, und als Vergleich, das ist RWEs ganz alter Vorschlag gewesen, vor 2016. 2016 hat sich die Landesregierung entschieden, das Stück nehmen wir raus. Ja, weil vielleicht Braunkohle doch nicht so gut fürs Klima und wir brauchen doch nicht mehr so viel. Das DIW sagt, naja, eigentlich reicht das da. Das ist aber dieser Teil auf dieser Karte. Also das ist, was reicht und das ist, was RWE noch haben will. Hier einen kleinen Knick raus. Jetzt gibt es Fragen dazu, naja, mal angenommen, sie würden das abbauen. Was macht man denn dann damit? Also, dass die nicht verstromt werden können, ist eigentlich relativ klar, weil das mit dem Klimaschutz wird sich hoffentlich mal so regeln, dass die das nicht mehr verbrennen dürfen. Dann kann man das ja immer noch exportieren. Oder man kann es für andere Produktionen nutzen. Die Chemie zum Beispiel hat gute Ideen, was man auch mit Braunkohle machen kann. Also es gibt schon tausende, also da sind die sehr gut. Es gibt ganz viele Industrien, die haben gerade schon Ideen, was man denn sonst mit der Braunkohle machen könnte.
Insofern gibt es mehrere Gründe für RWE, dass es nicht so schlecht wäre, das trotzdem abzubauen, mal unabhängig von unserer Stromsicherheit. Die Frage ist dann, ob es dafür gut ist, Menschen umzusiedeln und das Klima zu vernichten, aber das interessiert ja dabei leider keinen. Genau, ich würde jetzt gern einmal noch auf das globale Thema kurz springen und fragen, wie viel dürfen wir denn überhaupt noch an CO2 emittieren? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die ganze Woche euch ständig das dazu angehört habt. Deswegen versuche ich das mal kurz zu halten. Gibt es garantiert sehr viele verschiedene Studien zu. Es gibt das IPCC und so weiter. Ich beziehe mich bei den Zahlen auf Stefan Rahmsdorf. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ist ein Forscher vom PIC, Potsdamer Institut für Klimafolgeforschung. Sehr renommierter Wissenschaftler hat, genau, nee, just guess, die Zahlen sind korrekt. Kann man immer hinterfragen, genau. Dann haben wir ein globales Restbudget für die Wahrscheinlichkeit, dass wir Paris einhalten, zu 66,6% von 720 Milliarden Tonnen CO2. Kurz gesagt, wenn wir zu 66% wollen, dass die Welt irgendwie bewohnbar noch bleibt, dann dürfen wir noch maximal 27 Milliarden Tonnen CO2 emittieren und dann ist finito. Nichts mehr. Das kann man runterrechnen. Eine faire Idee wäre zu sagen, jedes Land bekommt so viel Anteil daran, wie es die Weltbevölkerung stellt. Das muss man so nicht sehen, aber es ist eine Idee. Dann landet man bei ca. 7,3 Milliarden Tonnen CO2 in Deutschland für den Rest des Lebens wahrscheinlich. Das heißt, Stand jetzt, und die Zahlen sind noch nicht allzu alt, ich glaube, sind vor 2 Monaten rausgekommen oder einem, haben wir noch 7,3 Milliarden Tonnen CO2, die wir rausballern können. Und dann, wenn wir dann mehr machen, dann wird das nichts mehr mit Paris. Für uns. Vorausgesetzt, die anderen tun das auch alle. Das wäre der Plan, den wir dann verfolgen müssten, wenn wir eine lineare, stetige Reduktion haben wollten. Das sind die deutschen Klimaziele für 2030, das sind die für 2040 und Klimaneutralität planen wir ja gerade 2050. Also das sind die aktuellen deutschen Ziele. Nicht Paris, die deutschen. Das wird also schon sowieso nichts mehr. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, Menschen, die sich sinnvoll darüber unterhalten, warum machen wir den Kohleausstieg, ist ein Grund, naja, damit wir das Weltklima erhalten. Also wäre es doch sinnvoll, wir gucken uns an, dass wir die Kohle so stark reduzieren, dass wir innerhalb dieser 7,3 Gigatonnen, die wir noch haben, nicht den Großteil in Kohle rausballern, weil der Kohleausstieg ist verglichen zu Gebäude, Dämmung, zu Verkehrswende ein Klacks. Also Menschen, die sich damit auseinandersetzen, von den großen Problemen, die wir haben, ist der Braunkohleausstieg der leichteste. Weil wir haben erneuerbare Energien, weil es gibt Speichertechnologien, weil man kann am Bedarf arbeiten, weil wir müssen auch nicht 5 Milliarden Autos im Jahr produzieren. Also es gibt Milliarden Gründe, wie wir das einfach machen können, ohne dass irgendjemand stirbt. Verkehrswende gestaltet sich, also muss auch keiner für sterben, aber das ist ein bisschen komplizierter. Gebäude noch schwieriger, weil das in der Regel über private Investitionen läuft. Das könnte der Staat komplett so regeln, wenn er das will. Will er halt nicht. Versuchen wir mal 7,3 Gigatonnen im Kopf zu behalten und schauen mal, was kommt denn alleine aus dem Braunkohlerevier, in dem ich lebe, so an Kohle da raus oder an CO2? Es gibt Brutto- und Nettostromerzeugung. Um das nicht ganz so technisch zu machen, das ist die Stromerzeugung inklusive der Sachen, die, oder andersrum, wenn ein Kraftwerk Strom produziert, braucht es dafür selber auch schon Strom. Um Sachen irgendwo hin zu transportieren, braucht es Strom. Es gibt zwei verschiedene Zahlen, und zwar die bereinigten und die nicht bereinigten. Wir reden jetzt erstmal über die nicht bereinigten. Das heißt, da ist alles an Strom drin, was einfach erzeugt wird. Und dann gibt es nachher noch eine Nettostrommenge. Das ist das sozusagen, was ich rausbekommen habe, minus das, was ich reingesteckt habe. Grob. Genau, das unterscheidet sich aber jetzt nicht so groß. Bleiben wir mal dabei. Also, wir haben einen Anteil von Braunkohle am Bruttostrom. Sagen wir vereinfacht gesagt einfach mal am Strom, der durch unser Netz fließt, von knapp einem Viertel oder 23,1%. Und zwar kommt es aus 45 Kraftwerken, Braunkohlekraftwerken, die wir Stand jetzt in Deutschland noch haben. Das hat sich leider seit 2016 nicht geändert. Auch die Menge hat sich nicht geändert. Jetzt kann man gucken, okay, was sind so die schlimmsten Kraftwerke, die es gibt auf der Welt? Und das ist eine Karte für Europa. Platz 1 steht ein Kraftwerk in Polen. Platz 2, 3, 4, 5, 7 belegt Deutschland. Platz 2, 3 und 7 belegt RWE. Und 2, 3 und 7 stehen alle in NRW. Platz 2 und 3 stehen alle an unserem Tagebau. Also wenn ihr euch fragt, wer verkackt eigentlich die Klimakrise, kann man relativ simpel sagen, die sind auf jeden Fall einen großen Teil daran schuld. Hat RWE mittlerweile sogar selber eingesehen, dass Braunkohle nicht so gut fürs Klima ist.
Aber sie machen jetzt Energiewende. Und wenn wir das grob zusammenrechnen, dann haben wir hier knappe 30, 30, 20. Die Zahlen stimmen leider immer noch. Dann sind wir bei 80 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, alleine aus Kraftwerken von RWE im Rheinland. Das klingt jetzt sehr technisch. Was ich euch damit sagen will, ist, erstens, nur diese drei Kack-Kraftwerke machen schon ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen von NRW aus. Nur die drei Dinger. Da ist jetzt nicht irgendwie Automobilindustrie schon mit drin und Chemieindustrie und Stahlindustrie und Aluminium und was sonst noch alles krass viel CO2 emittiert. Das heißt, würden wir das abschaffen, hätten wir ein Drittel der CO2-Emissionen NRWs auf einen Schlag runtergefahren. Jetzt muss man das nicht morgen ausschalten, man kann sich ja 4 Jahre dafür nehmen, wenn es sein muss. Von mir aus aber auch gerne morgen. Jetzt kann man ja mal annehmen, was passiert denn? RWE sagt ja, die Kraftwerke müssen genauso weiterlaufen, wir können die Kohlemengen nicht reduzieren, die CDU sagt das auch, weil uns sonst die Lichter ausgehen. Also das ist ja sowieso Totschlagargument, also wenn wir was ändern, dann geht uns das Licht aus. Kann ich gleich noch was zu sagen, warum das Blödsinn ist, aber kann man ja mal im AfD-Jargon annehmen. Nehmen wir an, wir haben 80 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr im Rheinland und machen das jetzt noch bis 2038 weiter. Genau so, wie das gerade ist, ist ja der Plan. Naja, dann landen wir bei 1,5 Milliarden Tonnen CO2 nur aus dem Rheinland. Zurückerinnert? Wir waren eben bei 7,3 Gigatonnen und Milliarden Tonnen ist das Gleiche. Wir können auch ersetzen 1,5 Gigatonnen. Also wir haben 7,3 für Deutschland bis zum Ende von allem, was carbonmäßig emittiert werden darf. Und sind nur bei den Kraftwerken im Rheinland, wenn wir das so weiterführen, schon bei 1,5 Gigatonnen. Das heißt, 20% dessen, was wir noch rausballern können, ist allein schon, geht nur in, also das ist ja nicht mal NRW, das ist ja wirklich nur das Rheinland. Genau, das finde ich eine ziemlich krasse Sache, dass, und das ist, was ich meine mit dem Globalen, also wollen wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten, dann dürfen wir eigentlich nicht zulassen, dass auch nur ein einziges Dorf noch vernichtet wird. Weil wenn wir diese Dörfer erhalten, schaffen wir es, dass die Pariser Klimaziele eher eingehalten werden. Natürlich zählen da viele andere Faktoren zu. Noch sinnvoller wäre, wir würden den Tagebau an der Stelle zumachen. Für das Klima. Das sehen andere Menschen natürlich anders. Genau, und ich finde, das ist einfach krass, um die Verhältnismäßigkeit mal zu sagen, wenn wir sagen, wir haben für Deutschland gesamt knappe 7 Milliarden und nur das Rheinland, also Kölner und Umgebung, ballern schon 20% davon raus. Kann man sich ja mal überlegen, wie viel bleibt dann noch für den Rest dieses Landes übrig, die vielleicht auch irgendwas produzieren wollen. Kann ja Gründe geben, warum man CO2 emittieren will, weil man was Kluges entwickeln will. Vielleicht nicht Autos, aber was Kluges. Oder sinnvolle Autos. Gibt ja auch andere Sachen als SUVs. Bitte. Wie sähen diese Zahlen aus, wenn man die Kohlekraftwerke in der Lausitz noch dazu nehmen würde? Weißt du das zufällig? Was meinst du mit dazu nehmen? Naja, also du berechnest ja jetzt praktisch so die Kraftwerke, die hier in NRW stehen würden. Mhm. Was das sozusagen, die Frage ist, was würde passieren, wenn man die Lausitzer Kraftwerke dazu nehmen würde? Was für einen Einfluss das auf Klima hätte? Diesen Ausstoß und so. Das kann ich dir leider gar nicht auswendig sagen, weil ich mich nicht explizit damit befasst habe, was die genau emittieren. Ich will das jetzt nicht abwiegen. Das, was da passiert, ist auch ganz schön scheiße in der Lausitz. Dadurch, dass die nicht zu den 7 schlimmsten zählen, daraus würde ich schließen, also A, weiß ich, dass die neuer sind, was auch nicht gut ist, aber sie verhältnismäßig emittieren sie weniger CO2 und sie sind wesentlich kleiner. Aber es wird sicherlich auch einen Einfluss haben, der nicht zu unterschätzen ist, aber den kann ich dir leider aus dem Stand nicht sagen. Ich meine aber, die beiden Kraftwerke, die da unter Vattenfall gelistet sind, sind mittlerweile die Leerkraftwerke. Stimmt, ach, sorry, ja, klar, hast du recht. Ja, vollkommen richtig, die ist von 2013. Ja, danke sehr, stimmt. Ja, dann können wir das ja doch machen, dann können wir das hochrechnen. Jenschwalde und Boxberg, genau, ist im Osten. Also dann sind wir da bei, kann jemand gut, ich habe ja mal Mathe unterrichtet. 46 mal, wie viel haben wir noch bis 38? Ja, kann ja jemand ausrechnen. 46 mal 19 Jahre ist dann das, was die noch emittieren, vorausgesetzt, man würde sie nicht ausmachen. Genau, das sind wohl Millionen Tonnen. Genau, Gigatonnen habt ihr, wenn ihr Milliarden Tonnen habt. Ja, danke, sorry, klar, du hast recht, das sind die, ja, die waren mal von Vattenfall, Vattenfall hatte keinen Bock mehr drauf und die hat jetzt die LEAG. Die LEAG ist ein Konzern aus Polen, also ein Investitionskonzern, also es ist ein bisschen anders als RWE, die sind hier schon sehr, sehr lange verbandelt, im positiv gesprochenen Sinne.
Die LEAG ist ein Konzern, der sozusagen von außen in Deutschland rein investiert hat, weil er sich dachte, geil, wenn wir jetzt diese Kohlekraftwerke kaufen und dann gibt es den Kohleausstieg, dann kriegen wir fette Entschädigungssummen. Also das ist eine Story, wie man das erzählen könnte. Gibt auch noch andere Gründe. Ja, genau, also die haben das nicht mal gemacht, weil sie davon wirklich, also meine These, nicht weil sie wirklich davon überzeugt sind, sondern weil sie denken, ich kann das kaufen und später teurer verkaufen. Genau. Ich würde einen Punkt noch aufmachen. Genau, was machen wir da jetzt? Oder ihr oder wir alle oder was passiert in der Welt? Genau, also aktuell passiert auf diese Dörfer-Thematik, die nur ein kleiner Baustein innerhalb der gesamten globalen Klimakrise und Klimabewegung ist. Und wir würden von uns selber sehr stark sagen, dass wir Teil der Klimabewegung sind. Das kann man jetzt, kann man darüber diskutieren. Ist das einfach ein Baustein, der zu einer klimagerechten Welt führen kann, dass wir diesen Kampf um diese Dörfer und Wälder und Flächen und Wiesen gewinnen. Genau, deswegen wird diese Gruppe das auf jeden Fall bis zum Ende durchziehen. Das wird ein ganz schön harter und steiniger Weg werden. Es wird viel Geld kosten. Es wird bestimmt 4-5 Jahre dauern. Es hängt davon ab, wer wird so gewählt werden, was machen die so, die dann gewählt wurden und so weiter. Aber auch, wie viel Mut beweisen Gerichte in Deutschland. Wir werden als Bündnis logischerweise weiter demonstrieren und vielleicht irgendwann auch andere Formen von zivilem Ungehorsam machen, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken, was wir da rausfinden. Es gibt viele Gruppen, die setzen sich gerade mit einem solidarischen Strukturwandel auseinander. Das heißt, mit der Frage, mal angenommen, wir gewinnen diesen Kampf gegen RWE, was machen wir eigentlich danach mit dieser super zerstörten Region, bei der alles RWE gehört? Also ne, dann kommen neue Probleme. RWE hat zwei Ideen, sind, was passiert, wenn der Kohleausstieg jetzt doch kommt und RWE darf uns nicht mehr abreißen, weil dann gehört denen die Hälfte der Häuser in unserem Dorf. Dann haben sie entweder Bock, ein Industriegebiet draus zu machen, oder aber aus dem Loch wird irgendwann ein See und sie machen spekulative Immobilienprojekte, also nichts, was mit Dorf zu tun hat. Also auch da geht es dann weiter, so was machen wir eigentlich mit dem, was stehen geblieben ist. Eine schöne Idee ist, viele Menschen können aufs Dorf ziehen. Es gibt viele freie Häuser. Falls also jemand in den nächsten 10 Jahren aufs Dorf ziehen möchte und wir noch stehen, seid ihr sehr herzlich eingeladen. Genau, darüber hinaus gibt es Strukturwandelgelder. Der Bund und das Land stellen deutschlandweit 40 Milliarden Euro zur Verfügung, um den Strukturwandel zu schaffen. Für die heißt das, wie kriegen wir neue Konzerne nach RWE an den Start? Also wie bleiben wir bei der alten Struktur von Großkonzerne, machen alles und Bürger haben nichts zu sagen? Unsere Idee ist, vielleicht können wir die 40 Milliarden anders einsetzen, sodass die Menschen auch was davon haben und nicht nur die Industrie. Und vielleicht kriegen wir dann Industrie in Menschenhand und nicht Mensch in Industriehand. Mal gucken. Genau, und weiterhin, also wir kooperieren mehr oder weniger eng mit Fridays for Future, mit Ende Gelände, mit der Hambi-Bewegung und mit vielen Umweltverbänden, Greenpeace, BUND sind da zu nennen, aber auch Campact hat mit uns schon eine Demo gemacht. Genau, und vielleicht fällt euch was anderes ein, was ihr noch machen möchtet, um da etwas zu tun. Und ich habe ein paar Vorschläge gemacht, was man so machen kann. Wählt nicht die CDU, FDP oder AfD. Das könnte man sicherlich noch ausführen. Bei uns vor Ort sind es leider, CDU hat gar keinen Bock auf Klimaschutz. Das ist ja keine Neuigkeit. FDP hat Bock auf Klimaschutz, wenn es der Wirtschaft dient. Also der Konzernwirtschaft. Bin mir nicht sicher, ob das dann mit Klimaschutz vereinbar ist. AfD kennt keinen Klimaschutz, soweit ich es verstanden habe. Komischerweise, wir haben uns gefragt, wie steht eigentlich die AfD dazu, dass Dörfer vernichtet werden für Klima? Also, oder andersrum, wie steht die AfD, also man müsste ja meinen, könnte ja, wie du schon sagst, eine toll rechte Position sein, rettet die Dörfer. Die AfD ist leider der Meinung, das ist total easy, man kann umsiedeln und die kriegen ja auch Geld und außerdem sind braunkohlearbeitende Personen tendenziell wichtiger zu bewerten als Grundrechte. Und außerdem ist das ja eh nicht bewiesen mit dem Klimawandel, also wieso sollte man es jetzt erhalten? Grob die AfD-Position. Genau, was könnt ihr sonst tun, falls ihr was tun möchtet? Wir sind sehr aktiv auf Twitter und Facebook unter dem Hashtag Alle Dörfer bleiben. Es gibt sicherlich gute Gründe, zivil ungehorsam zu machen, für Menschen, die das für sich als Aktionsform als sinnvoll empfinden. Ich bin stark der Meinung, innerhalb von radikalen, das falsche Wort, von extremen Problemen braucht man radikale Lösungen, aber das kann man anders sehen. Es finden jedes Jahr Klimacamps statt in allen Revieren in Deutschland, in denen Braunkohle abgebaut wird. Wechselnd, da kann man hin und sich mit den Menschen connecten. Man sollte den Stromanbieter wechseln, falls man noch bei RWE ist und gucken, ob der, bei dem man dann ist, auch bei RWE ist. Das passiert nicht so selten. Genau, man kann auf jeden Fall zum Global Climate Strike gehen oder andere tolle Sachen machen. Und
Genau, vielleicht eine Sache zum Schluss. Falls jemand sagt, boah, finde ich total toll und ich finde, es ist ein sinnvoller Hebel, um Klimaschutz zu machen, diese Dörferkampagne an den Start zu bekommen, ihr dürft euch sehr gerne bei mir melden. Wir sind immer offen für Menschen, die Bock haben zu supporten. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil es linke, ökologische Klimagerechtigkeitsdebatten mal auf einen anderen Ort verlagert, raus aus Bubbles. Ich bin gerne in Bubbles, das ist gar nicht der Punkt. Aber es ist auch manchmal ein bisschen fernab der Realität, wenn man sich dann guckt, was heißt das für den Mensch vor Ort. Wir reden auch mit der Gewerkschaft, was heißt das eigentlich für Menschen in der Braunkohle, die da arbeiten? Kohleausstieg, was kommt danach? Wir reden auch mit Menschen, die sagen, ich möchte aber gerne umsiedeln, weil mein Haus ist alt, kacke und genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwann auch versteht, dass der Kampf nicht funktionieren wird, ausschließlich darüber, dass man sagt, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Sondern irgendwann muss man verstehen, was wollen denn die anderen und warum wollen die eigentlich nicht das, was wir wollen und wollen die das nicht eigentlich doch? Nur müssen irgendwie noch nach coolen Argumenten suchen, warum das vielleicht gut ist. Yes. Ende. genau, ich würde das mal... Ich bin relativ gut in der Zeit geblieben. Genau. Ihr dürft sehr gerne Fragen stellen. Ihr dürft mich auch danach gerne privat noch fragen, wenn ihr was anderes fragen möchtet. Und ansonsten fand ich es sehr, sehr schön, dass ihr da wart. Und falls wir uns mal auf einer Demo bei uns sehen, freue ich mich auch. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Darf ich auch noch kurz was sagen? Sorry, auf jeden Fall. Ja, also nochmal danke an dich. Ich fand, es war ein super spannender Vortrag und ich fand es halt auch super krass, also weil das hat mich jetzt auch irgendwie total berührt, wie das halt die Menschen da vor Ort betrifft und da denke ich halt auch, dass es auch in unserer Bewegung nicht nur um Klimaschutz geht, sondern auch wirklich um Klimagerechtigkeit und dass, sag ich mal, so globale, also dass das Klima geschützt werden muss, um einfach auch Menschen zu schützen und deswegen fand ich das jetzt auch total, also so ein total guter Einblick, wie halt Menschen auch wirklich vor Ort hier betroffen sind und ich hoffe, ich spreche dafür alle, also dass das ein sehr schöner Vortrag war und man jetzt auch weiß, dass man irgendwas machen kann. Also ich bedanke mich nochmal sehr herzlich. Ja, danke.